Ja, lieber Gerd, jetzt komme ich schon so viele Jahre nach Lemwerder, aber wir haben es nie geschafft, zusammen einen kleinen Ausritt zu machen. In diesem Jahr hast du mir diesen Gefallen getan mit Comme Prévu. Dafür sage ich ganz herzlich Dankeschön. Aber auch du möchtest dich natürlich bedanken. Nicht bei mir, aber bei deinen Züchtern. Genau. Das sind die wichtigsten für uns. Und im Namen unserer Familie und des gesamten Teams möchte ich mich recht herzlich bei den Züchtern bedanken, die uns jahrelang die Treue halten, auch bei all den neuen Züchtern, die zu uns gekommen sind. Und da versuchen wir mal, dass wir durch die Online-Hangshow, die wir jetzt haben, Ihnen allen mal tiefe Einblicke in unser Unternehmen zu geben. Auch für die letzten Jahre, wo wir eine Online-Hengstvorführung gemacht haben, hat uns das doch am Ende ganz gut gefallen. Das ist auch sehr angenehm für die Pferde hier zu Hause, für unsere Mitarbeiter. Es ist angenehm hier, gerade auch für die jungen Hengste. Und wir wollen Ihnen auch gerne mal zeigen, wo wir hier wohnen, wie wir hier arbeiten, wie die Pferde alle so auf dem Pflaster sind. Die sollen die Hufe angucken aus der Nähe. Das ist eigentlich das, was wir gerne möchten. Das neue Zuchtjahr hat begonnen. Das heißt, du hast natürlich auch neue Hengste im Portfolio. Zwei top junge neue Springhengste, ein super Dressurhengst. Wer sind das? Genau, das ist einmal Lausanne, das ist ein Le Formidable, kommt aus Holland, war da zur Körung zugelassen, neues, schönes Blut. Und im Springbereich wollten wir schon immer gerne Chacoon Blue oder Chaco Blue Blut haben. Und dann nochmal ein Staccato Gold aus einer Cornel Obolensky Mutter. Also sind wir ganz begeistert, dass wir diese neuen Pferde haben. Und ich freue mich, dass ich Ihnen, liebe Züchter, diese Pferde heute mal präsentieren kann. Ja, aber lieber Gerd, diese Online-Hengstverstellung, das ist ja nicht die einzige Veranstaltung auf deinem Hof. Das ganze Jahr über kann man und sollte man euch eigentlich besuchen. Genau, so ist es. Und wir hatten im Dezember eine wunderschöne Adventsveranstaltung, wo wir die Hengste zeigen mit vielen Züchtern, die hier in adventlicher Stimmung waren. Dann ist es so, dass wir im Sommer 5 Turniere hier absolviert haben. Wir haben Fohlenschauen, wo wir während der Fohlenschau die ersten Jahrgänge der Hengste zeigen, nochmal Hengste auch präsentieren. Und wir freuen uns immer, wenn die Züchter uns auf dem Hof besuchen und sich die Hengste mal draußen vorführen lassen, mal auf dem Pflaster hinstellen. Das ist eigentlich das Ziel. Dann können wir auch eine gute Beratung machen. Und das ist eigentlich das, was unser Ziel ist und was wir gerne möchten. Also ich fühle mich eigentlich sehr wohl auf Comme Prévu. Wenn der eine oder andere ihn mal vorgeritten haben möchte, ich stehe zur Verfügung. Ja, jetzt also er ging noch nie dazu, wie sich so gut wie jetzt. Aber du kannst wahrscheinlich nicht nur moderieren, du kannst auch ein bisschen guten Pferd an Züge reiten. Jetzt gehen wir an den Ort des Geschehens in unser Lemwerder TV-Studio. Das machen wir. Ich freue mich. Meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Züchter, die Tür geht auf und unser erster Protagonist betritt die Lemwerder Bühne. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im TV-Studio in Lemwerder. Gerd, das finde ich ja toll, dass das Fernsehen jetzt auch schon Einzug gehalten hat hier. An meiner Seite zwei ganz besondere Pferdeleute. Gerd muss ich Ihnen nicht vorstellen, unseren Hausherrn. Ich freue mich heute ganz besonders, Heinz Meyer unter uns zu wissen, dem ein ganz besonderes Verhältnis natürlich auch verbindet mit diesem Chatendro. Meine Damen und Herren, unser erster Aspirant kentert hier entspannt schon in der Bahn unter unserem Mathis Schwenker, der in gewohnter Weise uns wieder hier unterstützt im schönen Lemwerder. Mathis, wir grüßen dich und freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Er bringt uns einen hochinteressanten Jüngling, 2019 geboren, jetzt vierjährig hier, dieser Youngster aus dem Hause Chacoon Blue, aus der Cassie von Contendro Escudo 1. Tolles Blut, Chacoon Blue, da klingelt es natürlich, vor allen Dingen in deinen Ohren, denke ich mal, Heinz. Du wirst schon von frühester Kindheit an eigentlich die Jüngsten des Chacoon Blue mit beobachtet haben. Lewitz natürlich. Paul Schockemöhler hat ihn ganz stark schon sehr früh eingesetzt. Was assoziierst du mit diesem besonderen Springblut? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, Chacoon Blue war ich
immer ein großer Fan von ihm, speziell was die Vererbung angeht. Ich habe seinerzeit ihn selber schon immer gesehen als junges Pferd und erinnert unheimlich an Askan. Askan war seinerzeit Olympiasieger mit Gerd Wilfang. Gerd, aber das wird nicht das Einzige sein, was dich bewogen hat, dich für diesen Hengst zu entscheiden. Nicht nur das Blut des Chakun Blue hier auf der Vaterseite, sondern vor allen Dingen natürlich die mütterliche Seite. Contendro, ganz vererbungssicher. Und dann diese berühmte Großmutter Estefania. Genau. Erstmal müssen wir immer versuchen, dass wir interessantes, neues Blut haben. Und ich weiß gar nicht, wo wir uns da besprochen haben. War das in Zangersheide war das, ne? Da hat er eins, der kann ja auch trommeln. Und er hatte mich dann schon heiß gemacht auf so einen besonderen Hengst. Und das war halt dieser Chatendro. Und dann bist du damit vorbeigekommen und hast mir auch erstmal die ganze Geschichte von dem Pferd erzählt. Hast mir auch gesagt, wie vorsichtig der auch ist. Und dann habe ich die Genetik mir nochmal angeschaut und Kobi natürlich auch in aller Munde, der jetzt auch im Olympiakader ist mit Weißhaupt. Und das ist natürlich so gute Genetik und die Großmutter, Urgroßmutter, die kennen wir auch ja alle noch. Und da habe ich gedacht, als Heinz dann damit vorbeigekommen ist, du hast uns ja den Hengst vermittelt, eine Familie Müller-Rolfs, die da im Besitz waren oder von der Tochter, dann kam der hier auf den Hof gefahren, dann mochte ich ihn erstmal schon mal leiden. Und das ist für mich immer wichtig, dass ein Hengst aussieht wie ein Hengst, dass ich ihn leiden mache. Hendrik mochte ihn, die ganze Familie mochte ihn gerne leiden. Dann haben wir ihn freispringen lassen, schon geritten. Und da haben wir gesagt, den kaufen wir. Die ersten Sprünge unterm Sattel, wir haben ja ein bisschen geübt. Mattis, unser Freund des Hauses, der uns da wieder unterstützt hat, der passt natürlich auch ideal auf so ein Pferd drauf. Der kann ihn super begleiten, dem Pferd Sicherheit geben. Aber er ist halt so vorsichtig und deshalb haben wir uns Zeit gelassen. Aber ich finde, der macht das jetzt schon ganz ordentlich. Der ist schon mit sich und der Welt zufrieden. Hier würde ich bei so einem natürlich nicht gerade so eine ganz elektrische Stute nehmen in der Vererbung, weil er dann vielleicht zu viel PS da reinbringt, sondern eher eine, die vielleicht ein bisschen Saft gebraucht, die ein bisschen mehr PS gebraucht, die ein bisschen Blut gebrauchen kann. Ich glaube schon, dass er sich sehr blütig vererbt. Und wenn ich an den Stamm denke und nicht nur an Kobi, sondern auch an die Urgroßmutter oder die Großmutter, die kennst du auch noch, unter Heinfried Siemann? Pallas. Und zu Pallas muss ich noch dazufügen, gab es auch noch einen Halbbruder, der ging seinerzeit auch schon in Süddeutschland mit Helmut Hartmann, auch den Insidern allen bekannt, auch ein sehr guter Reiter zu der Zeit. Und der ging damals auch schon 1,50 Meter. Also so kann man sehen, dass jede Mutter bis zur vierten Mutter immer sich top verehrt hat oder selber im Sport aktiv war. Tja, Mathis macht das hervorragend, der lässt ihm wirklich Zeit. Das gibt uns Zeit, noch einmal uns diese Runde zu Gemüte zu führen. Kobi, schon viel besprochen hier aus der Großmutter, $406.000 Grand Prix von Wellington gewonnen. Lieber Gerd, wir wollen hoffen, dass das diesem Jüngling auch da mal gelingt. Er hat ganz viel Ähnlichkeit mit diesem Youngster. Das, was Heinz angesprochen hat, diese praktische Parcours-Galoppade, dieses Abfußen, blitzeschnelles Vorderbein. Also man erkennt schon sehr viel wieder. Auch hier bei unserem Chatendro. Ja, bei Kobi weiß ich auch, ich kenne den Vorreiter, der ihn ausgebildet hat. Auch Kobi war in jungen Jahren noch nicht ganz so einfach, aber er brauchte auch Zeit, die hat man ihm gegeben und deswegen ist er heute auch ein Top-Pferd. Und was Kobi auch einfach super hat und das scheint der ganze Stamm so weiterzugeben, die Qualität am Sprung. Ne? Auch Kobi ist ein Pferd, was sehr, sehr vorsichtig ist. Ja, das auch. Und ich glaube, das sind harte Pferde, ne? Wenn ich Kobi auch so angucke. Und jetzt auch Aachen und so, wenn ich das so sehe. Und dann mit Philipp, das sieht natürlich super aus. Ist im Olympiakader. Gönnen wir ihm natürlich, dass er auch da mal auf großen Championaten mit dem Pferd springen kann. Hier diese Doppelwassergräben, auch kein Problem, ne? Gerade in Aachen, da erkennt man ja doch den Charakter des Pferdes. Tja, da können wir uns nur eins wünschen, lieber Gerd. Nicht nur, dass er viele Stuten bekommt, sondern vor allen Dingen, dass du diese gelungene Symbiose zusammenlässt. Mathis und dieser Chatendro, die passen wirklich gut zueinander. Beide sehr vorsichtig und aufmerksam, wenn man so zusammenfassen darf. Mathis, großes Kompliment hier aus unserem TV-Studio. Das war eine super Runde. Und wir wollen dich einmal zu Wort kommen lassen. Da wollen wir natürlich unsere Züchter auch einmal ein bisschen teil dran haben lassen. Denn das Anschauen ist ja das eine, aber die wirklich authentischen Eindrücke aus dem Sattel, die kannst nur du übermitteln. Und deshalb kriegst du jetzt mal das Mikro von uns. Wie fühlt sich das an? Natürlich noch jung, dieser S4-jährige Chatendro, aber das Gefühl muss irre sein. Ja, vielen Dank. Ich bin von dem Pferd sehr angetan. Er ist sehr, sehr leichtfüßig. Ein sehr modernes Pferd, meiner Meinung nach.
Unheimlich Spaß, sehr blütig, was mir sehr gefällt, gerade für den späteren Sport. Fühlt sich sehr vermögend an. Sicherlich ist er noch ein bisschen unerfahren, gerade 4 geworden. Das ist ja bei Gerd auch ganz gut, dass die in Ruhe ein bisschen aufgebaut werden, dass nichts überstürzt wird. Und ich glaube, er hat eine sehr gute Zukunft vor sich. Wir sagen vielen Dank. Das hat uns sehr gefallen. Toll und einfühlsam präsentiert. Matti Schwenker mit unserem Chatendro. Dankeschön. Elfjährig ist er, meine Damen und Herren und liebe Züchter, einer unserer ganz besonderen Stammhengste hier im Hause Sosat erscheint. Ogano, der Sohn des Ogano Sitte aus der Jamaika van de Bremden von Diarado Cantus. Wieder so eine Passeranpaarung, denn Ogano Sitte, der steht für absolute Springkultur. Der hat ja auch Aganix de Seigneur geliefert und viele, viele weitere internationale Spring- und Zucht-Cracks. Aber vor allen Dingen auf den Muttervater möchte ich eingehen. Diarado, nicht nur Holsteiner Kör-Champion. Ich meine, wohl einer der Diamant de Semilly-Söhne überhaupt. Und lieber Heinz Meyer, diese Erfolgsgeschichte hast du natürlich maßgeblich mit begleitet, möchte ich mal sagen. Er scheint der Zeit seines Lebens immer noch im schönen Mühlen. Das heißt, du wirst eine ganze Hundertschaft an Nachkommen gesehen haben. Vor allen Dingen auf der mütterlichen Seite ist das Blut des Diarado nicht nur omnipräsent, sondern ganz besonders wertvoll. Was meinst du? Hast du absolut recht. Vor allen Dingen ganz kurz, ich habe das wirklich von Anfang an mitbegleitet. Ich hatte Diarado seinerzeit gesehen in Holstein, schon bei dem Trainingstag. Und Paul war dann bei der Körung anwesend. Und als der reinkam, dann sagte ich zu Paul, ich sage, Paul, pass auf, das wird hier der Siegerhengst. Und nach der zweiten Runde ging er schon los, um diesen Hengst zu kaufen. Und er deckte am Anfang, aber er deckte auch ehrlich gesagt vom Vollblüter bis zum Haflinger alles. Und so unterschiedlich war am Anfang natürlich auch seine Fohlen. Mittlerweile weiß man, was er für Stuten braucht. Und er ist unter den Top 11, glaube ich, oder Top 12 in der Weltrangliste springen und führt überlegen die Weltrangliste in der Vielseitigkeit an. Also Diarado auf der Mutterseite, das ist schon gut hier bei diesem Hengst. Zusätzlich kommt natürlich auf der Vaterseite hier der Ogano Sitte. Wie du sagst, das Blut haben wir uns ja aus Belgien geholt. Und ich finde, der passt hier nach Deutschland sehr gut, vielleicht besser als nach Belgien. Und ich habe mich jetzt am Wochenende gerade noch mit Georg Ahlmann, dem Vater von Christian, unterhalten über die Basisstute, über die Grundstute, gute Sitte, die ja damals mit Eric Wouters auf Olympiade war in Montreal. Und er war ganz begeistert noch von dieser Stute. Das war ja eine grande Stute aus einer Zuccarello. Das war Vollblut Mutter. Und er sagte, das war ein ganz besonderes Pferd. Und das ist ja die Ursprungsmutter, die Gründerin dieser Linie. Tja, lieber Gerd, während er hier seine ersten Trainingssprünge absolviert, lass uns auf die Vererbung dieses Herrn eingehen. Ogano haben wir erwähnt, Diarado auch, aber jetzt gehen wir mal auf die ganz besondere Vererbung unseres Ogano ein, denn mit Only You, der Oldenburger Landeschampioness, hat er ein absolutes Spitzenpferd schon gestellt. Verdientermaßen ebenfalls, du scheinst sie ja fast zu sammeln, auch als Hauptprämiensieger herausgestellt, dieser Ogano. Aus deiner Sicht ein ganz besonderer Vererber natürlich. Ja, den mag ich gerne und auch wie wir den bekommen haben, der hat mein Freund Jan Fleugels, der bei uns auch in der Körkommission ist, und Evelyn, die beiden haben uns mal diesen als Jährling besorgt. Das ist eine wunderbare Geschichte. Der Großvater ist ja Cantus und seine Großmutter ist die Vollschwester zu Cyrano, mit dem habe ich früher schon viele S gewonnen. Und er, wie gesagt, er hat die Hauptprämie gewonnen, er hat ganz tolle Pferde gemacht, geht selber sehr erfolgreich mit Henrik, hat damals den Sporttest gewonnen mit 9,3 oder sowas. Der zweite war Casino Grande, das war der erste Sporttest überhaupt. So, das ist eben auch so, da sieht man schon, dass er hohe Reitqualität hat. Er lässt sich sehr schön arbeiten, den reite ich selber auch sehr gerne. Ich habe ja heute das besondere Privileg, dass ich mir so die aussuchen kann, die einfach sind, und reite ja gerne nochmal so 3-4 Pferde am Tag. Und den mache ich auch sehr, sehr gerne, weil er sehr intelligent ist, sehr schlau ist, der geht dressurmäßig vom Feinsten. Der kann das sehr schnell umsetzen, was man von ihm möchte. Und auch wenn man mit dem springt, der hat eine herrliche Basküle, der springt aus dem Puckel, der hat Kraft. Das macht einfach auch Spaß. Das kann ich bestätigen, Gerd. Es ist schöner, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn man schnell umsetzt, was du möchtest. Hast du gut erkannt.
Aber jetzt wollen wir uns auf den Hengst konzentrieren. Und wir haben auch extra, das hast du auch gesehen, Heinz, wir bauen auch ein bisschen unter Turnierbedingungen auf. Wir machen Carré-Ochser und auch mal ein bisschen höher. Ja, das ist auch schon hoch hier, das muss man so sehen. Und ich selber, wenn ich auf einem großen Turnier bin, so wie jetzt war ich ja noch in Oplerbeck am Sonntag, und wenn da der große Preis ist, dann gehe ich den Parcours auch immer mal ab, um immer wieder das Gefühl zu haben, wie hoch alles ist. Und das sollten auch die Züchter mal machen, wenn die auf einem großen Turnier gehen, ruhig mal den Parcours abzugehen, um immer wieder das Gefühl zu geben, was müssen diese Pferde eigentlich leisten. Genau, und das ist auch bei den großen Hallenturnieren. Wir waren ja auch in Leipzig, ist Hendegau mitgeritten, wie schwer das da ist. Oder wenn man in Aachen mal durch den großen Preis geht oder Nationenpreis, da wundert man sich, was das für Klamotten sind. Aber auch er hier, er macht jetzt einen super Job, finde ich. Der spult das lässig ab, er hat jetzt die nötige Reife. Ja, ich glaube, dass er einfach für Vermögen steht. Ne? Ja. Wie gesagt, die Nachkommen, die ich gesehen habe auf dem Turnier, die jungen Pferde hatten alle wirklich Vermögen. Vermögen und vorsichtig, ne? Vorsichtig und auch eine schöne Art. Wenn man ihn einsetzt, dann kriegt man eigentlich ein modernes Fohlen, was die Springqualität angeht, auch mit einer schönen Art, mit einer schönen Basküle. Aber man soll ja nicht seine eigenen Produkte beprahlen, das möchte ich auch nicht. Aber ein bisschen begeistern können wir uns, Hendrik, oder? Nein, da muss man sich begeistern. Das ist auch das Markenzeichen natürlich eurer Station, dass die Hengste unter Turnierbedingungen nicht nur im echten Turniersport, sondern auch zu Hause, eben nicht nur Einzelsprünge, sondern echter Parcours, da kann man wirklich was ablesen. Und das sollen auch die wirklichen züchterischen Informationen dann sein für den echten Einsatz. Hendrik, das war fein, das sah lässig aus, so wie es wir nur kennen. Jawohl, er grinst von einem Ohrläppchen bis zum anderen. Das würde ich auch, wenn ich auf einem solchen Herrn Platz nehmen dürfte. Vielen Dank, das war aller feinst. Hendrik Sosat und Ogano. Das ist 1,45 in Balve, was wir jetzt auf dem Video sehen. Sieht man mal, wie er unter Turnierbedingungen springt. Wir haben sehr, sehr viel Freude mit dem Hengst und fühlt sich auch topwohl. Und besonders gut ist eben seine Nachzucht. Und hier die Siegerstute Jova Only You von der Familie Schwierking gezogen. Die Stute war Siegerstute und ist dann auch vierjährig Landeschampion geworden und ist jetzt dann über die Auktion verkauft worden, zurzeit in Mexiko. Aber das war schon mal eine ganz tolle Werbung, dass diese Stute das dann auch weiterhin so gut gemacht hat. Und dazu kommt dann auch die Hannoveraner Siegerstute Olympia, auch wieder von Ogano Diacontinus Quintenda. Dort sehen wir die Familie. Mutter Dinara war selbst Hannoveraner Siegerstute 2017. Züchter Enrico Messeles. Springt auch super und das war natürlich für uns auch eine schöne Werbung beim großen Hannoveraner Verband anlässlich der Eliteschau hier die Siegerstute zu stellen. Ja, und eben ganz große Freude, dass wir selber aus Cadora einen Ogano-Stute haben, Lady Ogana, die war 1C prämiert, Brillantring in Rastede bei der US-Stutenschau. Ganz, ganz tolles Pferd, ist auch tragend jetzt und diese Stute, die bringt uns auch einen Fohlen und dann werden wir sie sportlich weiter fördern. Und wir sehen ja jetzt noch gleich im Anschluss einmal Laola, ein typisches Produkt von Ogano, eben auch aus unserer Zucht, aus der Quality, mal Lady Heider 1, die auch einen Fohlen gebracht hat. Und das zeigen wir mal, wie sie jetzt unterm Sattel geht und wie sie jetzt springt. Liebe Züchter, vielleicht erinnern Sie sich an unsere schönen Aufnahmen im vergangenen Jahr im Aufzuchtstall. Als Gerd und ich mitten in der Herde standen und ich erinnere mich sehr gut, da standen 4 wohlgeratene, wunderschöne Fuchsexponate. Die hatten so den gewissen Look, im Look des Ogano. Und genau diesem Blut wollen wir uns jetzt ein bisschen widmen. Matti Schwendker hat auf einer jungen Dame Platz genommen. Ich glaube, 6-jährige ist sie schon, Gerd. Laola, eine Tochter des Ogano, die jetzt kommen soll. Ja, dann kommt das Blut des Quality Landor S dahinter. Also gewissermaßen ein reines Sosat-Produkt. Auch hier in der leuchtenden Fuchsjacke eine ganz interessante Sportstute der Zukunft, die Gerd uns jetzt näher bringt. Ja, und wir glauben ja auch an unsere Produkte und jeder Hengst ist auch nur so gut, wie er sich vererbt. Und bei Ogano, der hat auch
Großteil unserer guten Stuten auch im ersten Jahr schon bekommen und wir haben unwahrscheinlich tolle Nachkommen davon. Diese Stuten, die haben also alle schon einen Fohlen bekommen, die du damals gesehen hast, die hat auch einen Fohlen bekommen, war dann kurz in Litauen auch noch zum Reiten bei Leimes, war unserem Freund, der Pferde ausbildet, und dann ist das Pferd zurückgekommen und hat Hendrik die mal einmal letzten Herbst mitgenommen, ein einziges Mal zum Late Entry, da waren wir noch nie zu einem anderen Turnier, und hat auch sofort Springpferde A mit 8,8 gewonnen. Und das begeistert mich. Das ist ein richtiges Blutpferd, so macht er sie. Und das ist eine typische Organo-Tochter, hoch im Blut stehend, auch sensibel, sehr schön zu reiten, sicher auch für den amerikanischen Markt gut geeignet, mit einer hervorragenden Galoppade und einem wirklich tollen Schwungablauf. Also Heinz, du magst ja auch gern die Blutpferde. Das ist so das, was wir, ich fliege ja jetzt wieder nach Wellington und nächste Woche. Und dann wollen wir mal gucken. Von der Sorte gibt es sehr viele heute in Amerika, oder? Ja, das ist so. Die Amerikaner wünschen sich ja solche Typen, wie sie hier gerade ist. Blütig, gutes Laufen, guten Galopp, einfach zu reiten. Und wir müssen auch in unserer Zucht immer darauf achten, dass die Pferde so ein bisschen Zug zum Sprung bekommen. Und das haben diese Pferde, die Blutpferde haben das. Weil das ist natürlich nachher für den Reiter einfacher. Ja, und das ist auch wieder eine Stute. Wir machen ja auf unserem Hof auch immer Embryo-Transfer mit den guten Stuten. Und das halten wir beide, auch Hendrik, der reitet sie ja immer, ist eben auch super begeistert von diesem Pferd. Das sind auch Stuten, mit denen wir Embryo-Transfer machen. Dann werden wir auch sicherlich mal fremde Hengste einsetzen, weil wir auch andere Genetik brauchen. Wir haben ja sehr viel selbstgezogene Hengste auf unserer Deckstation. Aber wir brauchen natürlich nicht immer nur unser Blut. Und da kann man das Allerbeste, was man vielleicht aus dem Jahrgang hat, und dazu gehört diese Stute, da werden wir noch mal ein paar versuchen, Embryonen draus zu spüren. Und das gibt, glaube ich, einen großen Zuchtfortschritt für uns. Tja, da muss man sich auch um eure sportliche Zukunft keine Sorgen machen. Für die Zucht hochinteressant. Und ich denke, auch in der kommenden Sportsaison wird sie ein gehöriges Wörtchen mitsprechen dürfen. Ich vermute mal, Sohnemann Hendrik wird sie reiten, aber Mathis hat sie schon längst beworben. Mathis, das war großartig. Vielen Dank. Hat Freude gemacht zuzusehen. Dankeschön. Meine Damen und Herren und liebe Züchter, ein ganz besonderes Bild, das uns am Herzen liegt, eröffnet dieser Stationshengst. Die Rede ist von Kador, der inzwischen 18-jährig ist, dieser Sohn des Katoki Landor S. Contender, mit dem Hendrik Sosat, der ihn hier hereinbringt, so viele große Erfolge hat feiern können. Der Herr Vater steht parat, um uns diesen Mitbegründer des Springerfolges hier aus Lemwerda vorzustellen. Ja, wir dürfen die alten richtigen Vererber, und er kann so ein Stempelvererber hier werden, bei uns auch nicht vergessen. Deshalb zeigen wir ihn nochmal. Er ist jetzt 18 Jahre alt, ging ja auch ganz erfolgreich im Sport. Und wir zeigen noch einmal gleich den Ritt von Hamburg, Riders Tour oder große Tour, was er dort gegangen ist, dass Sie mal sehen, wie er geht. Und er erfreut sich wieder großer Beliebtheit bei den Züchtern, weil er eben so unwahrscheinlich gute Nachkommen gemacht hat. Er hat sehr, sehr viele Pferde, die jetzt im 1,50, 1,60 Sport gehen. Er hat nie so viel gedeckt, aber im letzten Jahr ist es wieder richtig gekommen. Und ich denke mal, der wird im nächsten Jahr noch wieder gefragter sein. Er hat wirklich Vermögen vererbt, Härte, Gesundheit. Und das haben wir wirklich ihm zu verdanken. Und was auch ganz schön ist, er hat sogar ein Grand Prix Dressurpferd, als es in Spanien geht, hat er auch gebracht. Er ist ja auch ein bewegungsstarker Hengst. Der sieht ja auch blendend aus hier, wenn man nochmal den Kador anschaut. Der ist auch im Paddock, kommt aufs Laufband, Führanlage. Und jetzt kommt die Mutter, die zeigen wir ihn eben auch noch gerne. Wir haben ja die Möglichkeit hier zu Hause. Die kommt direkt aus dem Laufstall wieder. Das ist Lady Haider 2, die ist 22-jährig. Die hat ganz viele Nachkommen schon, viele Embryonen. Und die benutzen wir ja jetzt auch noch immer für unser Embryotransfer.
Selber austragen war nicht mehr möglich bei ihr, aber Embryonen hat sie also gerne gebracht. Und da muss ich auch sagen, das ist eben auch wichtig, das hat sie auch gar nicht belastet. Embryotransfer, das hat die immer so weggeschüttelt. Und da bin ich auch froh, dass wir so eine tolle Stute haben, 22-jährig. Und die hat daneben auch unsere Cadora gebracht mit Janne. Das ist unser Familienpferd, auch Cadora. Da hat Janne alleine in dem einen Jahr, vor 2 Jahren war es glaube ich, 8S gewonnen und ist deutsche Meisterin geworden, deutsche Amateurmeisterin. Henrik hat die geritten, hat da 1,50 Springen mitgewonnen. Ich habe die geritten. Alle aus dieser Mutter. Und dann dazu noch Lady Cadora. Die ist aber nicht da, die haben wir nach Amerika verkauft. Die geht in Wellington zurzeit. Und dann nochmal, um das Bild abzuschließen, wieder zwei Embryonen, das waren Zwillinge. Das ist eben der Vorteil beim Embryotransfer. Wenn man Zwillingsträchtigkeiten hat, dann kann man die beide spülen, sind beide angewachsen. Zwei ganz tolle 4-jährige Katoki-Stuten, die wir letztes Jahr ein bisschen kurz angeritten haben. Die sind jetzt beide tragend, die bekommen ein Fohlen und das ist ein herrliches Bild. Herne, komm ruhig mal ein bisschen ran mit dem Hengst. Und das wollten wir Ihnen doch mal gerne zeigen. Das ist unser Stolz und bei Cador, bei Lady Haider 2 ist das so, ist eigentlich fast egal, welchen Hengst man benutzt. Die macht einfach Pferde, die sehr, sehr viel schwingen können. Fast alles 1,50, 1,60 Pferde. Lieber Gerd Sosat, wir hatten OS-gebrandete Hengste, wir hatten KWPN-Hengste. Es freut mich natürlich ganz besonders, dass aus meiner Heimat, denn ich bin eigentlich ja gebürtiger Westfale, du auch einen dabei hast. In jungen Jahren dort als Prämienhengst herausgestellt, dieser Sohn des Comme il faut. Dann kommt Quinta Real und Balou de Roué in der fallenden Linie. Mathis hat wieder auf ihm Platz genommen, auf diesem herrlich aufgemachten schwarz-braunen Comme Prévu, der eigentlich auch alles richtig gemacht hat. Top erfolgreich auch auf der Weltmeisterschaft vorgestellt. Aber was die Züchter natürlich ganz besonders interessiert, und das ist eigentlich zumindest im Hengstgeschäft fast ein bisschen mehr wert als der letzte sportliche Erfolg, ist seine Vererbung. Und deshalb verdientermaßen als Hauptprämiensieger herausgestellt. Comme Prévu in deiner Kollektion. Für was steht dieser Hengst? Ja, wenn man Hauptprämien gewonnen hat, das bedeutet, dass selber die Eigenleistung gut ist, dass er auch eine gute Prüfung gemacht hat und dass er einen besonders guten Fohlenjahrgang hat. Und er hat einfach top Fohlen gemacht. Das sind super Typen, genau wie er selber. Und seine Genetik ist sehr gut. Und du warst ja gerade in Zangersheide. Und wenn ich mir dort die Hengstshow angucke, auch im letzten Jahr, dann hat Julian immer wieder geschwärmt von Comet Fu Plus. Und das ist der Dreiviertelbruder aus der direkten Großmutter. Und das ist eigentlich auch ein super, super Vererber. Und er hier, der hat eigentlich bis jetzt wirklich alles richtig gemacht. Da war Henrik 5-jährig mit zum Bundeschampionat, hat mehrere Qualifikationen gewonnen. Wir sind dann nach Lanaken gefahren zur Weltmeisterschaft. Er war dort auch im Finale, hat 2-mal Einlauf da gewonnen und war der erfolgreichste Hengst 5-jährig in Lanaken. Erfolgreichste deutsche Hengst. Dann hat er 6- und 7-jährig auch ordentlich gesprungen, aber nicht extra, muss ich sagen. Dann jetzt hat im letzten Jahr unser Jannis das Pferd geritten und war sehr, sehr erfolgreich. Hat 1 und 2 Sterne erst mitgewonnen. Und das ist auch so einer, der sich nie so überspringt, aber der einfach fast immer null geht.
Und das ist auch so, wenn man den so springen sieht, dann denkt man, naja, 1,40, 1,45, könnte ein bisschen mehr drin haben. Aber so genau so ein Comet-Foot-Typ, die einfach durch ihren Ehrgeiz und durch ihr Willen und durch ihre Einstellung, glaube ich, genauso wie 1,50, 1,55 springen. Oder? Wie siehst du das? Ja, das sehe ich genauso. Dieser Hengst, ich habe ihn auch im Sommer ein paar Mal mit Jannis gesehen. Und genau wie du es eben beschrieben hast, ein Hengst, der häufig null geht, hat er auch viel gewonnen mit Jannis. Das war sehr positiv. Hatte hohe Rittigkeit, hat einen guten Galopp und auch seine Genetik mit Comifo sehr interessant. Hat viele gute Pferde gemacht und abgesichert hinten da mit der Baloo Weinberg-Stute, die eben halt auch in Zangerseite den Comifo Plus gebracht hat, der seinerzeit in jungen Jahren auch sehr erfolgreich war mit Christian Ahlmann und auch dort eine sehr gute Nachzucht hinterlassen hat. Und hier sehen wir auch beispielsweise im Lohe auch ein schönes Turnier im 2-Sterne. Jan ist auch sehr, sehr erfolgreich und eigentlich war es fast egal, wo er hingegangen ist. Er war irgendwie immer ziemlich vorne dabei. Ja, super. Springt aus jeder Lebenslage immer schön nach vorne, richtig sportbetont. Das ist genau das, was Comilfolia ja mitbringt. Springflo, habe ich immer zu ihm gesagt, unter Markus Ening natürlich eine Klasse für sich. Dieser hat dieses Schnelle auf den Beinen von seinem Vater sicherlich geerbt. Und das, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, das ist Einstellung, ne? Ist das Allerwichtigste. Nicht nur bei den Menschen, eben auch bei den Pferden und auch bei den Hengsten. Hengste haben auch Charakter, das ist, wissen wir auch alle. Da muss man auch mit umgehen können mit dem Charakter. Man muss auch mal einen Hengst Hengst sein lassen können. Aber am Ende muss er auch in der Lage sein, für dich zu kämpfen. Und das haben eigentlich viele unserer Hengste jetzt, wenn die dann in den Parcours gehen. Und das hat dieser auch. Die wollen erstmal auf die andere Seite und die wollen null gehen. Der Unterschied ist nur manchmal, wenn ich an meine Reiterei denke, ich konnte es vielleicht nicht so gut, wie die absoluten Top-Profis das können. Und das sagt, ich habe ja früher mit Manny Kötter, an den ich jetzt auch erinnere nochmal, mit Manny Kötter immer trainiert. Und Manny hat dann immer gesagt, du machst das alles gut und dein Pferd springt auch gut. Aber du musst natürlich auch null reiten. Und er trainierte ja bei Deuser und bei Franco und all die Top-Leute. Die waren natürlich noch in der Lage, das noch viel besser hinzukriegen. Und man ist auch nur so erfolgreich, wie man reitet. Und wenn man auch dann sein Pferd zum Sprung optimal reitet, dann hat das Pferd auch eine Chance, optimal null zu gehen. Wichtig dabei ist, glaube ich, was wir eben schon gesagt haben, man muss auch Leben in den Pferden drinnen lassen. Die Pferde müssen auch ein bisschen ihren Wollen haben. Und die Einstellung, die ist ganz, ganz entscheidend. Und das hatte zum Beispiel der Vater, der hatte eben eine absolute Top-Einstellung. Und die hat er auch häufig weitergegeben an seine Kinder. Ich habe sowieso schon zu Mattes gesagt, den soll er auch immer mitnehmen, weil Hände kann die gar nicht alle reiten. Und hat es. Mattes hat ja auch mal ein paar große internationale Turniere. Der gewinnt was mit Mattes. Tja, die sind in Schuss. Die Saison kann beginnen, lieber Gerd. Hoffentlich ist dein LKW groß genug, dass ihr auch alle mitkriegst. Das war fein. Mattes, du hast uns ein weiteres Mal begeistert, hier auf den Punkt mit diesem bedeutenden Sohn des Comme il faut, Comme prévu, auf ins Turnierjahr 2023. Vielen Dank, das war brillant. Ein lackschwarzer Rappe betritt die Bahn. Liebe Züchter, Hendrik Sosat hat Platz genommen auf unserem Comanchero, der jetzt fünfjährig ist. Und über Gerd rufen wir uns diese tollen Bilder in Erinnerung, die wir auch in deinen Prospekten finden. Comanchero als Fohlen, da sehen wir schon diese tolle Silhouette, diese Oberlinie, die er hat. Ein strahlend schön aufgemachter Jüngling, schon von Kindesbeinen an. Und vor allen Dingen im letzten Jahr wird er dir ganz viel Freude gemacht haben. Da sehen wir sie schon, die Aufnahmen aus dem Schlosspark von Rastede. Wieder mit Hendrik im Sattel mit der Topnote 8,6 gewann er dort die Einlaufprüfung im vierjährigen Championat. Der Sohn des Comme Prévu, Landor S und dann Contender. Verkörpert auch als Sportpferd vieles von dem, an was ihr glaubt. Dieser Hengst ist hier in Rastede gegangen, die Einlaufprüfung für die Oldenburger Tour, hatte kein anderes Turnier vorweg, ist dort gegangen und das war natürlich für seine große Galoppade, das sieht man, der hat eine riesen Übersetzung, weil das natürlich ein Vorteil ist, dass es so ein großer Platz war und dann konnte er diese Prüfung auch gewinnen. Dieser Hengst hier, der ist ja, bekommt jetzt die ersten Fohlen,
haben wir auch ein bisschen empfohlen für Stuten, die vielleicht ein bisschen knapper sind, weil er ist sehr, sehr groß, hat sehr viel Galopp und er passt gut auf Stuten, wo man ein bisschen Rahmen reinbringt und auch Stuten, die vielleicht kugelrund springen, weil er ein klein bisschen gerade springt. Aber wir denken, dass der am Ende das letzte Vermögen hat und auch sehr vorsichtig ist. Hat jetzt auch schon einen guten Test gemacht in Vechta mit 8,4 im Schnitt. Macht jetzt den weiteren Sporttest nochmal in Pferden. Das ist eben, wie gesagt, die Sorte, die wir mögen. Und da denkt man immer, wenn da die Sprünge mal höher werden, da haben wir nicht so ein Problem, dass wir da nicht rüberkommen. Und er kommt ja aus Lady Haida 2, das ist ja eigentlich unsere Superstute, wo die ganzen Cadora und Cador und Lady Cadora rauskommen. Und er erinnert uns sehr stark an Cador auch. Als junges Pferd war der auch ähnlich. Mit dem konnte ich ja damals sogar mal Deister-Championat gewinnen, vierjährig. Der sprang auch mit derselben Art wie jetzt. Und gerade bei Cador eben aus Lady Haida 2 kommend. Auch jetzt so viele Pferde habe ich jetzt gerade noch wieder recherchiert oder unsere Damen im Büro, wie viel 61 Pferde der schon gemacht hat. Das ist ein richtiger Vererber mit Vermögen. Und das ist auch so eine Renaissance Cador. Auch so eine, der kommt ja eben aus der Mutter. Und hier, wie gesagt, mit Comprévu angepaart, mit dem Comet Vorblut, denke ich mal, sind wir da ganz gut mit zufrieden. Ein imposanter Typ und so wie es Gerd und Heinz Meyer hier auf den Punkt gebracht haben, mit viel Kraft und Abdruck am Sprung. Henrik, dich wollen wir auch noch mal zu Wort kommen lassen, denn ich denke, das ist ohne Zweifel ein Hengst auch für deine persönliche sportliche Zukunft. 8,6 im Schlosspark, das soll ja nur der Anfang gewesen sein. Wie fühlst du dich im Sattel? Was ist dein sportlicher Plan mit ihm für dieses Jahr? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass er natürlich super zu mir passt. Er ist unheimlich groß, schön zu reiten, viel Vermögen. Rashid, der war natürlich super, das war sein erstes wirkliches Turnier. Vorher ist er nur zu Hause gegangen. Ja, ich hoffe jetzt, dass ich gut in die Saison starte und auf jeden Fall Bundeschampion hat das Ziel und ansonsten behutsam ausbilden, wo ich glaube, dass der für später noch ganz gut sein wird. Zu unserer aller Freude, For My Pleasure soll kommen. Der Sohn des For Pleasure aus der Hinosa vom Weltmeister Vigo Darcy und dann Kidam. Legendäres Blut, so muss man sagen, unser Mannschafts-Welt- und Europameister, Mannschafts-Olympiasieger, der Übervater For Pleasure, der eine ganze Hundertschaft an internationalen Erfolgsgranaten ja geliefert hat, Frankie Fried, Firth of Lawn, Fit for Fun und viele, viele mehr. Und auch er hier ist in der Fuchsjacke aufdekoriert. Dann, ich sagte schon, weltmeisterliches Blut über Vigo Darcy dahinter. Gerd, den hast du seinerzeit, ich glaube, in den Niederlanden entdeckt. Dann einen fantastischen Test auch gemacht. 2020 bester Springhengst bei seinem 100-Tage-Test. Bis jetzt hat er all seine Versprechen gehalten, dieser For My Pleasure. Ja, da sind wir wirklich auch von begeistert. Finde ich echt ein tolles Pferd.
Der hatte mich da so schon begeistert beim Freispringen, als ich in Holland gerichtet habe. Da waren unwahrscheinlich tolle Pferde und er hat damals das Championat der Springen gewonnen. Und dann habe ich mit dem Verkäufer gesprochen, ob er eventuell den verkaufen würde. Und dann sind wir uns auch glücklicherweise einig geworden. Wir haben ja noch ein paar Pleasure, aber Heinz, du weißt das auch, wenn man Hengst gesehen hat, den man leiden mag, dann muss man kaufen, weil wenn man einen kaufen möchte, kriegt man eh keinen. Und den haben wir jetzt im letzten Jahr auch im TG-Einsatz gehabt. Der hat einige Fohlen gebracht. Zu seiner Vererbung ist zu sagen, dass er ja so ein knuffiger, abgedrehter ist, aber er hat sich auch großrahmig vererbt und das ist wirklich ein richtiges Springpferd. Und Matt ist jetzt in dieser Saison, in der letzten und auch in der nächsten Saison jetzt, haben wir ihn den zur Verfügung gestellt. Dann werden wir im TG-Einsatz haben und dann wollen wir mal sehen, wo seine sportliche Karriere hingeht. Und dann die Mutter, diese Vigo-Stute, auch Michael oder Erik von der Fleuten hat die geritten. Ganz tolles Pferd, was auch international gegangen ist. Und so die ganze Genetik ist so gut. Da legen wir eben auch großen Wert drauf, dass wir nach Möglichkeit auch aus Müttern die Hengste haben, die selber international gehen und die auch einen super Stamm haben. Und dann, das weißt du vielleicht am allerbesten bei deiner Erfahrung auch, dass der Stamm das Allerwichtigste ist. Da hast du natürlich recht. Erstmal auch das Erste, was du eben sagtest, man muss immer das Pferd dann kaufen, wenn man es sieht. Und wenn man begeistert ist, dann muss man seine eigene Euphorie auch mitnehmen und nicht erst ein paar Tage später, dann ist die Euphorie doch verloren. Zur Genetik muss ich sagen, For Pleasure, Vigo, Gidam, das sind erstmal drei Hengste, die alle international gegangen sind, haben sich alle top, top vererbt, For Pleasure, Vigo auch, obwohl er selber so ein bisschen schwer war, aber er war Weltmeister und seine Vererbung ist schon sehr, sehr gut, immer mit Vermögen ausgestattet. Gidam selber auch. Ein Hengst über das Kidam de Revelblut, wieder sehr, sehr interessant, auch mit Kraft ausgestattet. Und wenn ich diesen Hengst jetzt hier springen sehe, sieht man, auch er hat richtig Kraft entwickelt, Abdruck. Und er benutzt schön seinen Körper, das ist wichtig heute. Auch jetzt hat er sich sehr schön geöffnet, das macht man einfach gerne sehen. Sicherlich auch ein Pferd, wie du schon sagst, den man noch mal später auch wiedersehen wird. Was mir auch hier gut gefällt, For Pleasure selber war ja immer so ein bisschen, wie Reiter sagen, so ein bisschen maulig. Vigo war auch nicht so ganz einfach im Maul, aber er hier scheint sehr gut im Maul zu sein. Also seine Rittigkeit hier, die ist sehr gut. Ja, das hast du gut erkannt. Die Rittigkeit ist wirklich sehr gut und er hat auch eben viel PS. Ne? Wenn Matt ist da so schön draußen, sieht man das gar nicht, aber der hat schon Power. Ne? Der will schon arbeiten. Und, aber so müssen sie auch sein nachher. Die müssen da selber rüber wollen. Wenn man zum Turnier fährt und will Parcours reiten und muss das Pferd darüber treiben, dann wird das nichts. Ne? Das ist schon genau das, was wir jetzt heute schon ein paar Mal erwähnt haben. Die Pferde müssen Zucht zum Sprung haben. Sie müssen rüber wollen und das scheint dieser hier zu haben. Der lässt richtig Sätze raus, ne, im For-Pleasure-Look, hat ganz viel von seinem Vater. Wie fühlt es sich von oben an? Ja, Gefühle spitzenmäßig. Ich denke, das kann man auch sehen. Ich kenne ihn auch schon etwas besser. Ich mag ihn unheimlich gerne. Er liegt mir sehr und unheimlich leicht, fühlt sich sehr sportlich, sehr vorsichtig. Ja, und ich glaube, den letzten Oxer eben da, die Sprungkraft, die man nochmal sehen konnte, das lässt schon für sich sprechen. Also ganz, ganz tolles Pferd. Viel Glück im Sportjahr 2023 wünschen wir diesen beiden. Matti Schwenker und sein ganz besonderer Fuchshengst For My Pleasure. Die Tür geht auf für einen nächsten KWPN-Hengst. Wieder in der schmucken Rappjacke kommt er zu uns, der Vagabond. Sohn des Vagabond de la Pomme, den wir alle noch in guter Erinnerung haben, unter Penelope Leprevaux im 1,60er-Sport zu Hause. Wie auch der Muttervater C. Indoctro, der unter Uli Kirchhoff im 1,60er-Sport brillieren konnte. Liebe Züchter, bei uns ist ein absolutes Top-Pferd der vergangenen Saison unter den Top 10 in der bundesdeutschen Hitline zu finden, was die Erfolge angeht in der schweren Klasse. Er hat wirklich zahllose Erfolge feiern konnten in Riesenbeck. Lieber Gerd, damit wollen wir einsteigen. Eine tolle Runde
hast du uns dazu gespielt mit Henrik Sosat im Sattel. Die beiden werden ein gehöriges Wörtchen mitreden dürfen, gehe ich mal fest von aus, im Turnierjahr 2023. Ja, das wollen wir hoffen, aber den hat ja unser ehemaliger Bereiter Janne Schulte-Wolter immer geritten. Und der hat da auch mehrere S mitgewonnen, auch 2-Sterne-S, hoch erfolgreich. Und bei dem, als Jannes dieses Pferd geritten hat, auch im Sommer, haben wir gedacht, der kann jetzt schon 7-jährig ganz locker über 1,50 gehen. Und da haben wir das auch so gemacht, dass der im letzten Jahr im TG-Einsatz war. Und weil wir jetzt mehrere Züchter schon gehört haben, die Nachkommen von ihm haben, die so begeistert sind von denen, wie die Nachkommen springen, haben wir gedacht, den nehmen wir wieder in den Frischsamen-Einsatz. Und ich muss sagen, wir haben selber auch 4 Fohlen aus dem ersten Jahrgang gehabt von ihm. Das waren Top-Pferde und Top-Fohlen. Die haben wir alle 4 nach Russland verkauft. Haben wir vielleicht sogar einen Fehler gemacht. Du bist ja ein begnadeter Züchter, aber ein noch größerer Kaufmann, lieber Gerd Sosat. Und mein Herr Vater sagte immer, verkaufe mit Reue, aber verkaufe. Insofern hast du vielleicht doch alles richtig gemacht. Aber es freut mich umso mehr, dass seine Fohlen so viel Zuspruch haben, dass er jetzt wieder sich großer Beliebtheit erfreut. Ja, auch ich kenne diesen Hengst schon sehr lange. Ich habe ihn auch in jungen Jahren gesehen. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, hat dieser Hengst eine unheimlich gute Entwicklung vor sich gehabt. Er ist gereift, er hat auch Kraft gekriegt. Auch als junges Pferd fand ich ihn noch so etwas schlaksig. Da war man noch nicht so begeistert, dass man da ständig sagte, oh, das wird aber einer. Aber er hat dem doch widersprochen und hat gesagt, so, ich habe mich gut entwickelt. Und ich habe ihn dann letztes Jahr ein paar Mal mit Jannes gesehen und muss sagen, das war so eine Clear-Round-Maschine. Er ging, wenn ich ihn gesehen habe, er sprang nicht spektakulär, aber er ging immer null. Und das ist entscheidend. Das ist eigentlich kein Hengst für die Hengstvorführung. Denn du weißt ja, und du ja auch, bei Hengstvorführungen wollen die Züchter gerne sehen, dass er richtig so einen halben Meter höher geht und sagen, die D kann aber springen, das ist super. Aber er, das ist eben seine Art, auch im Sommer, der springt über 1,40, so viel Abstand, und über 1,50 springt er auch so. Aber am Ende ist ja für ein gutes Pferd wichtig, dass er null geht, ne? Und er verausgabt sich nicht. Genau, deswegen habe ich gesagt, Clear-Round-Maschine. Ja. Das ist einfach so. Ich habe ihn nie schlecht gesehen, er ging immer null. Wie du schon sagst, ob es 1,40 war oder 1,35 oder 1,45, er ging einfach null. Aber das war nie so, dass du sagst, oh, das war mal eine spektakuläre Runde. Das war auch nicht so. Aber entscheidend ist, dass es nur null geht. Und wie gesagt, wir müssen ja eine Vielfalt in der Genetik hier anbieten können auf unserer Station. Und das Vagabondblut, das ist auch typisch so. Erst waren wir alle begeistert, dann waren die als junge Pferde eher so ein bisschen normaler. Und jetzt sieht man im großen Sport doch wieder viele, die kommen. Ne? Ist auch wieder der Beweis, dass viele Pferde Spätentwickler sind, dass sie eine gewisse Zeit brauchen und eine gewisse gute Ausbildung auch brauchen, bis sie den Spitzensport erreichen. Und was seine Vererbung angeht, der hat also wirklich Top-Fohlen gemacht. Ne? Die 4, ich verkaufe gerne und bin glücklich, wenn die Leute damit zurechtkommen, ist schon gut. Aber da der Hengst sich so gut entwickelt hat, wäre ich jetzt auch froh, wenn wir ein paar 4-Jährige hätten. Zumindest 1-2 Mal behalten hätte, dann hätte man die schon mal zeigen können. Ne? Aber das ist, glaube ich, das System, was wir in Zukunft so beibehalten wollen, dass wir Hengste auch mal kurz, dass wir die erst decken lassen, ersten Fohlengang abwarten und sie dann eventuell ein bisschen in Warteposition stecken. Wir haben dann noch TG und dann gucken wir erstmal, wie entwickelt er sich im Sport und wie sind die Nachkommen. Und erst dann, wenn wir von beiden überzeugt sind, dass er sportlich eine Karriere macht und wenn wir auch das Gefühl haben, dass er sich top vererbt hat, dann nehmen wir wieder zurück in den Frischsamen-Einsatz. Das ist sicherlich eine gute Idee. Du hast ja oft das bei den Hengsten so, dass sie in jungen Jahren die ersten 2 Jahre sowieso viel decken und dann geht die Kurve so ein bisschen runter und dann geht sie erst wieder hoch, wenn der Hengst selber top im Sport geht oder wenn seine ersten Nachkommen im Sport gehen. Was bei dem Pferd jetzt deutlich besser geworden ist, die Rittigkeit. Das war im Sommer noch nicht immer ganz so. Da hat er doch manchmal gerne so ein bisschen vorm Schwung die Hand genommen, aber durch die gute Dressurarbeit. Und Henrik trainiert ja auch immer mit Walter Kind, so also seine Springpferde dressurmäßig. Und das hat sich doch deutlich zum Vorteil jetzt gezeigt.
Tja, Henrik, da können wir nur einmal mehr zusammenfassen. Ich glaube, du bist top beritten für die nächste Saison. Das ist eine richtig effektive Parcourswaffe, wenn ich mal so sagen darf. Da hat euer Janis sicherlich einen erstklassigen Job gemacht und das ist toll, dass du ihn jetzt achtjährig in der schweren Klasse vorstellen darfst. Fühlt sich das von oben genauso effektiv an, wie es von unten aussieht? Ja, auf jeden Fall. Also man hat doch ein sehr gutes Gefühl obendrauf. Und ich denke mal auch, dass der Weg, den er gegangen ist, gut war, auch mit Janis, dass er über viele kleine Turniere Erfahrung gesammelt hat, dass das genau richtig war. Er konnte in Ruhe reifen. Ich hatte nicht so viel Zeit, hatte eher größere Turniere. Und da sieht man auch, dass manche Pferde ein bisschen Zeit brauchen. Und ich glaube, dass er jetzt gut konditioniert ist, dass man den mitnehmen kann und auf jeden Fall Spaß haben kann. Und das ist das, liebe Züchter, was ich meine. Der hat so einen Ausschalter, klack. Man reitet rein in den Parcours, dann geht's los und klack, man schaltet ihn wieder aus und dann steht er da wie der Fels in der Brandung. Das hat uns gefallen, Henrik. Vielen Dank und eine super Saison 2023. Dankeschön. Morgens um 9 ist die Welt noch in Ordnung. So fängt der Tag an hier im schönen Lemwerder. Nicht nur frische Weserluft, sondern auch eine fantastische Szenerie und Atmosphäre für deine jungen Hengste. Dieser ist erst 3. Wen haben wir hier? Das hier ist Staccato Cornet, einer unserer beiden neuen Junghengste. Und der darf hier die morgendliche Ruhe genießen und so ein bisschen auf dem Paddock entspannen und sich auch austoben, wenn er möchte natürlich. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen das, was die Jungen erst machen, morgens ein bisschen relaxen. Die Älteren werden morgens erst geritten und kommen dann nachmittags hier aufs Paddock und können ein bisschen entspannen. Ja, so machen wir das hier. Wie muss man sich das vorstellen? Insgesamt sind ja 350 Pferde hier auf eurem Hof. Nicht alle sind unter dem Sattel. Wie viele werden täglich trainiert? Unter dem Sattel sind so meistens zwischen 60 und 80 Pferde, die wir jeden Tag bewegen. Und ja, das ist dann schon eine Menge Arbeit. Da braucht man natürlich auch Führanlage, Laufband, um die alle größtmöglich auch gut zu trainieren. Einer deiner absoluten Superstars ist Casino Grande. Für den hat der Tag auch begonnen, aber wie du schon gesagt hast, nicht hier im Paddock, sondern zunächst auf dem Laufband. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Gerne. Ja, Henrik, wir sind gewissermaßen im Fitnessstudio deiner Hengste. Casino Grande ist schon eine Viertelstunde am Laufen. Das macht er wirklich jeden Morgen? Genau. Das Programm geht immer eine halbe Stunde, geht auch ein bisschen in der Neigung nach oben, dass sie so ein bisschen mehr Kraft kriegen und so eine Art Bergauf-Training haben, weil wir nicht so viele Berge haben wie du hier. Also bei uns ist alles platt und so können wir das auch so ein bisschen simulieren, dass die mal so ein bisschen eine Art Berg steigen müssen. Fitness ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für die Hengste, sondern natürlich auch für die Menschen im Sattel. Gehst du abends auch aufs Laufband? Würde ich gerne, aber hier sind fast immer Pferde drauf, also habe ich leider keine Zeit, dazwischen zu kommen. Nein, aber Fitnessstudio, andere Sportarten, Trainingsgeräte. Ja, doch, auf jeden Fall. Wie hältst du dich selber fit? Jeden Montag einmal richtig Sport in Begleitung von unserer Physio. Und ansonsten haben wir auch ein Rudergerät. Joggen geht nicht mehr so gut, aber so ein bisschen Fußball spielen oder kleine Sachen mit den Kindern, das hält auch schon fit. Ja, Henrik, schön, dich mal zu begleiten. Das ist wirklich ein durchdachter Trainingsaufbau. Denn dass dieses Laufband jetzt direkt vor dem Reiten stattfindet, das hat einen Grund. Ja, genau. Also man hat ja nicht so viel Zeit immer so als Reiter. Deswegen hilft mir das Laufband schon mal, das Pferd aufzuwärmen. Er geht da schön eine halbe Stunde Schritt. Wie gesagt, ein bisschen bergauf, macht sich schon mal warm. Die Gelenke sind warm, die Muskeln sind warm und so kann ich das Schrittreiten etwas verkürzen und habe so ein bisschen mehr Effektivität da drin in meiner Arbeit und schaffe dann doch ein paar Pferde mehr. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Er wird gesattelt. 10 Minuten Schrittreiten tut man dann trotzdem? Ja, 3. Kommt drauf an, ob man noch was klären muss oder nicht. Aber ansonsten kann man eigentlich die meiste Zeit oder fast immer gleich anfangen. Das schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall. Thank you.
Henrik, mich erinnert das Ganze ein bisschen an einen kleinen Wellnessurlaub. Deinen Hengsten geht's gut hier. Auf jeden Fall. Hier sieht man das Solarium von uns. Nach dem Reiten dürfen die hier noch so ein bisschen abspannen und kriegen ein paar Minuten Sonne auf dem Rücken und fühlen sich dadurch wohl und die Muskeln bleiben schön locker. So sieht der entspannte Nachmittag aus deines Hengstes. Casino Grande, ja, am Chillen kann man nicht sagen. Eine Stunde muss er laufen. Nochmal hier in der Führanlage. Was hat es damit auf sich? Was bringt das für den Bewegungsapparat? Ja, also wie gesagt, wir haben ja morgens das Laufband zum Warmmachen, dann die Arbeit am Reiten. Und nachmittags ist eigentlich so ein entspanntes Walken, würde ich mal sagen. Also sie dürfen eine Stunde laufen und sich hier so ein bisschen frei machen und so einfach so ein bisschen vor sich hinlaufen, dass sie Bewegung haben, ne? Also wie gesagt, so ein Pferd braucht ja doch viel Bewegung oder möchte auch sich gerne viel bewegen. Und um ihnen das zu ermöglichen, haben wir eben halt auch noch eine Führanlage, wo der sich dann eben halt eine Stunde bewegen kann. Was man versucht, ist natürlich, dass man möglichst wenig Drehung im Huf hat. Deshalb hier diese interessante Ovalform. Das heißt, die Pferde laufen relativ lange auch geradeaus. Genau. Diese ovale Form ist meiner Meinung nach sehr gut, weil die eben halt eine schöne gerade Linie haben, wo sie laufen können. Natürlich ist die Wendung auch ein bisschen enger, aber aus unserer Erfahrung muss man sagen, dass das deutlich besser ist. Die gehen hier mit mehreren Pferden zusammen. Ist für Hengste kein Problem? Kein Problem. 7 Stück passen da rein, haben auch Platz genug und da laufen die auch alle sehr brav. Man hört die nicht. Henrik, das ist ein umfangreiches Entertainment- und Trainingsprogramm für deine Hengste. Laufband, Führanlage, Paddock, Reiten, draußen auch in der Natur. Und das macht ihr tatsächlich 7 Tage die Woche? Auf jeden Fall. Wir versuchen schon, auch wenn es manchmal nur 6 sind. Aber gerade auch auf Turnier ist ja auch am Wochenende viel zu tun. Und dann machen wir montags natürlich gleich weiter. Aber es macht auch Spaß. Liebe Freunde und Gäste unserer Online-Hengstvorstellung, unser Dressurpart wird ganz besonders eröffnet. Von diesem Jüngling, der wirklich für Furore gesorgt hat. Federer. Der Name ist Programm, lieber Gerd, wenn ich das mal so sagen darf. Denn er steht für allergrößte Federkraft, wie er so hier reinkommt. Dieser Sohn des Farrell, das bewährte Fürstenball hier auf der Fürstenballblut auf der väterlichen Seite. Dann Libaldon, auch schon erst erfolgreich. Und schließlich, wie sollte es anders sein im Hause Lemwerda, ein toller Springstamm da hinten drin über Canstacco. Madita, bringt uns diesen takterhabenen jungen Herrn, der nun 5-jährig ist, der eine ganz, ganz große Auszeichnung bekommen hat, fast schon standesgemäß, muss man sagen, hier in Lemwerda, als Hauptprämiensieger herausgestellt. Gerd, die ersten Vorjahrgänge waren überragend. Ja, da kann man auch stolz sein, sind wir auch, weil Hauptprämiensieger in Oldenburg zu werden, ist nicht so ganz einfach, weil es gibt tolle Dressurhengste von anderen Stationen auch. Aber hier war es halt so, dass sein erster Fohlenjahrgang, der war wirklich außergewöhnlich gut, mit ganz hoher Benotung, sehr viel Bewegungsqualität, die trabten auch schön aus dem Kapalgelenk. Und aufgrund seiner Eigenleistung und der Prüfung und vor allen Dingen aufgrund des Fohlenjahrgangs und der Darstellung, das zeigen wir noch kurz, in Vechta anlässlich der Körung hat er geschafft, Hauptprämiensieger zu werden. Das ist eine viel höhere Auszeichnung, als wenn man Siegerhengst hat. Weil beim Siegerhengst ist es einmalig, beim Dreijährigen. Oder früher 2,5-jährig, aber Hauptprämien, dann haben sie bewiesen, dass sie selber sportlich gut sind, dass sie eine gute Prüfung gemacht haben und dass der erste Fohlenjahrgang überragend ist. Das ist für einen Hengst das Allerwichtigste.
Das ist nicht nur in Vechta ganz besonders aufgefallen, das war wirklich ein überragender Vortrag. Der ganze Hengst hat sehr viel mehr Grundschluss bekommen, mehr ausgelegt, richtige Erscheinung geworden. Sicherlich auch dank der versierten Begleitung unseres Walter Kind, der ja für die dressurmäßige Förderung unserer Eleven verantwortlich zeichnet. Das ist schon eine gewaltige Fortentwicklung, vor allem im Hinblick, wir erinnern uns an die Bilder des letzten Jahres. Der Hengst hat sich wunderbar entwickelt, obwohl wir ihn gar nicht so stark für Turniere vorbereitet haben, sondern einfach nur die normale Hausaufgaben mit ihm gemacht haben. Das, was diesen Hengst, was ihr noch gar nicht gesagt habt, so besonders auch auszeichnet, ist seine unheimliche Schönheit. Wenn wir dem ins Gesicht schauen, dann ist man auch als Ausbilder schon immer ganz begeistert, mit einem solchen Pferd arbeiten zu dürfen. Was dieses Pferd besonders auszeichnet, ist der unendlich tolle Takt. Dieses Pferd hat einen Rhythmus, da sehen wir schon, die in der Zukunft unsere Seitengänge hervorragend herausarbeiten zu können. Wir erwarten im Galopp natürlich die tollen Wechsel, da freuen wir uns besonders für. Was wir eben schon sehen konnten im Trab, ist die starke Möglichkeit dieses Pferdes, sich schon jetzt zu versammeln. Auch wenn er im Körper noch mal beginnt, etwas zu schaukeln, das wird sich im Laufe der Arbeit noch verbessern und durch die Gewinnung seiner Kraft wird er im Körper uns gerader werden. Aber das, was ihn auszeichnet und was uns Dressurleute so besonders freut, ist das schöne Genick, das schöne Gesicht, das Öffnen der Ganaschen und der Takt, den dieses Pferd uns gibt. Natürlich ist das schöne Gesicht uns aufgefallen, lieber Gerd. Aber wir waren so ein bisschen abgelenkt vom schönen Gesicht der Madita im Sattel, nicht wahr? Ja, genau. Und da auch immer ein Dankeschön an Madita. Die hat ja die Ausbildung unserer Dressurpferde übernommen. Sie hat ihn auch eine Zeit lang jetzt zu Hause gehabt, dass er mal kontinuierlich gearbeitet werden konnte. Und da hat sie, finde ich, auch einen ganz tollen Job gemacht. Und Pferde entwickeln sich auch. Und was er früher nicht konnte, weißt du auch noch, der konnte natürlich gewaltig lostraben, aber dann von der Anspannung in die Entspannung zu kommen und sofort einen losgelassenen Schritt, das war ein Problem. Das macht er aus dem FF jetzt. Er kann aus der höchsten Anspannung sofort relaxen und einen gelassenen Schritt gehen. Das ist eben ein Zeichen der grundsätzlichen Hausaufgaben, ne, die wir machen müssen mit solchen Pferden. Wir müssen einen Kreislauf hochfahren, wir müssen einen Kreislauf runterfahren und dann brauchen wir seinen Geist, um den Schritt zu entwickeln. Und das hat er. Lass uns noch ein Wort verlieren, lieber Gerd, über die Mutter, die wir hier auch schon in dieser Halle haben begrüßen dürfen. Auch ein gewaltiges Bewegungspferd, diese Lilifee. Die Familie Winkelmann hat ja dieses Pferd gezogen und die waren anlässlich einer Veranstaltung hier vor 2 Jahren, der Online-Show mit der Stute hier. Und da waren wir begeistert davon. Die kam ganz relaxed rein hier und wenn die sich in Bewegung setzte, die hatte unwahrscheinliche Bewegungsqualität. Und die Familie kann natürlich auch die Fohlen aus dieser Mutter immer sehr, sehr gut verkaufen. Und ja auch Forellzüchter, ne? Die Züchter Familie Winkelmann. Und da schließt sich der Kreis. Und dann dieses gute Springblut dahinter, ist ja auch holländisches Modell. Dressurpferde mit gutem Springblut dahinter, gibt Kraft im Hinterbein und einen stabilen Rücken. Und alles das, glaube ich, hat dieser Hengst hier. Ja, liebe Madita, ein großes Kompliment möchten wir an dich richten, dass du großartige Ausbildungsarbeit geleistet und wir freuen uns auch auf die Championatsentscheidungen in diesem Jahr. Jetzt 5-jährig mit dieser Silhouette wird er ein gehöriges Wörtchen mitreden dürfen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Gerd, Hauptprämiensieger. Das ist und bleibt eine besondere Auszeichnung und die hat dieser von Federkraft nur so geprägte Herr Federer mehr als verdient.
Großartiger Vortrag, Madita. Wir bedanken uns. Eine super Vorstellung. Danke schön. Scherpenbegrenzt betritt er die Bühne. Neverland WE darf in unserem schönen Dressurkonzert hier in Werder natürlich nicht fehlen. Und wir freuen uns sehr, dass in der nun fünfjährigen Partnerschaft des Hauses Duhn und Sosat, der so viel Konstanz zu Hause ist, Neverland WE, der Sohn des FS Numero Uno aus der Staatsbremenstute Sophia von Shampoos K. Dressman, die charmante Tochter hat in bewährter Weise auf ihm Platz genommen. Und liebe Züchter, ich darf ihn annoncieren. Sie werden das in Warendorf natürlich gebührend mitgefeiert haben. Den amtierenden Bundeschampion der sechsjährigen Dressurponys. Mit Sophie eben diesen Titel von dannen getragen und deshalb hier reich bekränzt mit Schärpe und Borte. Alles dabei. Toller Auftritt. Er ist ja darüber hinaus auch Doppel-Bundesliga-Hengst der Schau- und Dressur-betonten Reitponys in Berlin geworden. Und ganz besonders bemerkenswert und deshalb erfreut er sich auch großen züchterischen Zuspruchs, dieser jetzt siebenjährige Neverland. Aus seinem ersten Fohlenjahrgang allein 5 gekörte Söhne, darunter auch die Preisspitze der Hengstauktion in Münster-Handorf. Für stolze 41.000 Euro wechselte er dort den Besitzer und damit die absolute Preisspitze in ganz Europa. 2018, wir erinnern uns, schon Weser-Ems Siegerhengst, dieser taktbetörende Neverland. Dann ein Jahr später Oldenburger Landeschampion, Oldenburger Schlosspark zu Rastede, die Bronzemedaille von dannen getragen. Dann in den Jahren 19 und 21 beim Bundeschampionat. Und man höre und staune, in der vergangenen Saison ebenfalls unter Sophie auch die ersten internationalen Starts mit über 70%. Da kann man schon ziemlich stolz drauf sein. Und so freuen wir uns, die Mutter hier im Studio in Lemwerder unter uns zu wissen, Danica Duhn. Erstmal vielen Dank für den Besuch und die langjährige Zusammenarbeit. Für die Tochter läuft es sportlich bestens, oder? Ja, hallo erstmal und wir bedanken uns natürlich auch dafür, dass wir wieder hier sein dürfen. Ja, sportlich läuft es super für Sophie oder war auch gerade die vergangene Saison überragend. Sie hatte viele internationale Siege, auch mit dem DSP Cosmo Royal, der jetzt ja in sehr gute Hände nach Dänemark gewechselt hat. Und der krönende Abschluss der Saison war natürlich der Bundeschampionatstitel mit Neverland. Sie waren die ganze Saison ungeschlagen. Sie hat jede Qualifikation, die sie geritten ist, gewonnen, auch jede andere Dressurpferde L. Und die Krönung war dann jetzt der Sieg auf dem Bundeschampionat. Und Neverland übrigens ja auch von der ersten Stunde unserer Zusammenarbeit dabei. Gerd hat ihn 2018 auf der Körung gesehen, da war er gefeierter Siegerhengst. Und seitdem dürfen wir hier mit ihm zusammenarbeiten. Und ja, das Pony hat sich einfach überragend entwickelt. Ja, du hast natürlich so viele Enkel, Gerd, da liegt die Ponyzucht natürlich nahe. Hast du denn schon eine im Petto für die ersten Starts deiner zahllosen Enkel? Aber sowas wäre schon richtig, ne? Vielleicht noch ein bisschen groß, aber das freut mich natürlich auch für den Züchter Reinhard Kramer, der ja dieses Produkt gezüchtet hat. Und da muss ich auch sagen, wir sind auch stolz darauf, dass wir das mit euch zusammen machen können, weil ihr doch führend seid, glaube ich, in Deutschland mit euren guten Ponys. Und wenn ich das sehe, wie die Entwicklung weitergeht, wie dieses Pferd sich auch entwickelt hat. Und wenn du sagst, jede Qualifikation gewonnen und noch auf dem Bundeschampionat alles gewonnen, das ist schon gewaltig, da kann man sich schon freuen. Das ist also wirklich eine toll reitende Tochter, die das mit sehr viel Gefühl macht. Der soll das sicher auch mal international demnächst die ersten Erfolge einsammeln, oder? Absolut. Also Sophies Ponyzeit ist ja jetzt mit 16 Jahren dann leider vorbei. Sie musste ins Warmblutlager wechseln, aber für den Folgeberitt ist gesorgt. Den reitet jetzt zurzeit Lotta Plas. Die darf auch schon die Sichtung zum Preis der Besten mit ihm reiten.
und wird ihn auch weiter hoffentlich dann auch international vorstellen. Die ersten L2-Sterne-Prüfungen haben sie schon gewonnen. Gratuliere. Und will sie auch mal ein bisschen fahren, weil sie aus so einem Hause kommt mal, oder ist das nicht unbedingt was für sie? Also Sophie hat selbstverständlich ihr Fahrabzeichen bei Opa gemacht und da war er auch mächtig stolz drauf. Das glaube ich, ja. Aber die weiteren Ambitionen sehe ich dann doch eher im Sattel. Glaube ich auch. Das wäre schon einer für uns, oder? Du hast auch ein paar Kinder, mein Lieber. Ja, ich habe so viele davon, dass das ein teures Investment sein könnte. Ich bräuchte da einen ganzen Sattelzug Ponys. Ja, aber ich bin schon auf der Suche, ich gebe dir recht. Ja, liebe Sophie, das hat uns sehr gefallen mit deinem Neverland, von dem wir züchterisch in diesem Jahr sicherlich wieder große Schlagzeilen wahrnehmen werden. Temperaments überlegen, auch hier bei seinem Besuch im schönen Lemwerder. Lass ihn abwandern, wir bedanken uns. Ein gelungener Vortrag und ich hoffe sehr, dass noch viele Schärpen deine weitere Dressurreiterkarriere begleiten werden. Vielen Dank an Neverland und Sophie Duen. Lieber Gerd, ich muss dir sagen, jetzt kommt ein Hengst, der zumindest mal von der Blutführung zu meinen absoluten Favoriten zählt. Denn er bringt das Blut mit des großen Millennium über Morricone. Morricone selbst in Diensten des Gestütes Bonhomme, längst in der Grand Prix-Klasse angekommen unter Simone Piers. Dann ein nächster Grand Prix-Hengst, nämlich San Amour, dahinter, den wir schon besprochen haben, auf der Mutterseite auch des Lausanne. Und in dritter Generation dann ein nächster Grand Prix-Star, nämlich Diamond Hit, unvergessen unter Emma Hindl. Das ist wirklich eine großartige Genetik, die er offenbar auch weitergibt. Denn auch Moreno OLD hat sich hervorgetan als Hauptprämiensieger 1C. Das wird dich besonders gefreut haben, lieber Gerd. Vererbung für deine Station natürlich von immanenter Bedeutung. Genau, und das ist eben schön, dass er auch Hauptprämie Dritter war. Das bedeutet wieder, dass er einen guten Fohlenjahrgang hatte, eine gute Eigenleistung. Und er hat einen sehr ausgeglichenen Fohlenjahrgang gehabt, viel dunkle Fohlen gemacht mit sehr viel Bewegungsqualität, drei Grundgangarten gut. Und er war eben auch sportlich gut. Also erstmal war er ja schon 1D Prämienhengst in Vechta damals. Und dann ist er dreijährig auch, war Vize-Landeschampion und war beim Bundeschampionat. Platz 5 im Finale, das war auch super. Hat damals Veronika Steinhoff noch geritten und 2022 auch qualifiziert wieder fürs Bundeschampionat. Geht jetzt sehr erfolgreich unter Madita, die hat ihn ja in Ausbildung genommen. Und wir haben ihn jetzt wieder auch in einer Vererbung drin. Wir haben erst überlegt, ob wir TG machen nur, aber der ist jetzt doch wieder so gefragt, dass wir jetzt im Sommer ihn hauptsächlich jetzt für den Zuchteinsatz benutzen. Zum Spätsommer hin dann mehr im Turniereinsatz. Tja, der vor allen Dingen im Seitenbild unglaublich gewonnen hat, wenn wir uns das hier anschauen in der Vorstellung unter Madita Renz. Walter Kind, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Denn vor allen Dingen, ich sehe sie ja eigentlich nur einmal im Jahr, die Hengste hier. Und vor allen Dingen, wenn ich diese Entwicklung mir anschaue, vom letzten Jahr zu diesem Jahr, einen gewaltigen Sprung. Das ganze Seitenbild, das natürliche Maß an Aufrichtung, der Takt, das Gesetzte in der Galoppade. Ein super Schritt hat er sowieso schon immer gehabt. Was ist für dich der größte Sprung im Vergleich zum letzten Jahr bei unserem Moreno OLD? Na, du hast es genau gesagt. Wir lassen den Hengsten Zeit, wir bilden sie in Ruhe aus und dieser ist so unendlich schön ins Kleid gewachsen, sagen wir einfach. Also er hat unheimlich viel Riss gekriegt noch oben drauf, hat starken Hals bekommen, starke Kruppe und Hinterhandsentwicklung. Und das sehen wir auch in seiner Trabarbeit. Das ist nicht so ein Pferd, was so gewaltig viel nach vorne trabt, sondern viel schöner im versammelten Trab sich nach oben entwickeln kann. Und das ist doch was, was wir lieben im Dressursport. Das ist doch schön. Madita wird ihn weiter reiten dürfen, na klar. Ja genau, das wird sie. Ist ja für uns dann immer nicht so ganz einfach, weil sie nicht bei uns wohnt. Die wohnt ja in Herford und trainiert da.
Sie kommt wohl mal, wenn die Hengste hier in der Saison stehen, kommt sie hierher zum Reiten, aber auch nur einmal die Woche. Ansonsten machen wir das so und am Ende der Saison, wenn er weniger gefragt ist, dann bleibt er ganz bei ihr. Und das hat sich auch ganz gut bewährt, denn wenn die wirklich kontinuierlich weiter ausgebildet werden, ist das für ein Dressurpferd doch besser als nur einmal die Woche hier. Aber man muss das auch mal miteinander verbinden können und Priorität hat bei uns die Hengstation, dass wir Sperma zur Verfügung stellen und deshalb hat das immer Vorrang vor der Reiterei. Ja, der liebe Großvater Millennium, der aktuelle Trakehner Hengst des Jahres. Ich denke, auch dieser Enkel Moreno OLD hat das Zeug dazu, den ein oder anderen Titel weiter von dannen zu tragen. Hat uns sehr gefallen, Madita, die das immer mit sehr viel Effekt und Einfühlungsvermögen für uns hier inszeniert. Ein toller Vortrag. Und da sind wir voller Vorfreude, nicht nur auf seine aktuellen Fohlen, sondern natürlich vor allen Dingen auf das Sportjahr 2023. Vielen Dank, Madita und Moreno OLD. Und auch der Züchter Wilhelm Strom, den wir von hier aus herzlich grüßen, hat sich sehr darüber gefreut, dass er den Zusatz OLD bekommen hat, aufgrund seiner hervorragenden Leistung, die er bisher gebracht hat. Einen aktuellen Blick wollen wir werfen auf unseren Primetime. Ich erinnere mich sehr gut, ich war im letzten Jahr schon fasziniert von diesem damals Neuzugang deiner Station. Da waren noch gewissermaßen doch noch ein bisschen im Babyspeck. Mir ist doch jetzt deutlich aufgeklärt, hier mit sehr effektvollen Bildern von dieser großen Adventsveranstaltung, die wir hier in Lemwerder haben, feiern dürfen. Ein Eyecatcher unter der Schwiegertochter Ninja Sosat, der Vertreter des Painted Black Blutes, den kennen wir sehr gut. Ist ja auf dem Schafhof zu Hause, lange Jahre international erfolgreich unter spanischer Flagge im großen Championats-Dressursport. Dann Negro, der Übervater, der auch der Vater des Valegro und schließlich Ulster in fallender Linie. Ein top holländischer Stamm mit dieser berühmten Dolly daraus. Dolly, da klingelt es vor allen Dingen bei den holländischen Züchtern. Wer war das? Die Großmutter? Ja, das war zweimal hintereinander Siegerstute in Holland. Das bewegungsstärkste Pferd aus einem super, super Stamm. Und jeder Züchter in Holland kennt diese Stute Dolly. Wir haben ja im letzten Jahr mit Hermann van Triester darüber gesprochen und hat uns nochmal den Stamm genau erzählt. Und bei diesem Hengst ist es so, der ist im August geboren. Das war auch beim 50-Tage-Test der jüngste Teilnehmer. Hat sich im Laufe des 50-Tage-Tests immer wieder gesteigert, hat besonders im Charakter die Note 9,0 bekommen und insgesamt 7,81. Das ist ein jugendlicher Hengst, der noch sehr stark in der Entwicklung steht. Der war ganz gut frequentiert im Sommer, waren wir eigentlich ganz zufrieden im letzten Jahr. Muss ich wirklich sagen, weil die Genetik doch wohl ganz gut ist. Und Walter, das hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, seine besondere Qualität. Der kann sich unwahrscheinlich gut versammeln. Und wenn wir den aufs Laufband bringen, dann fängt er an schon zu piaffieren. Und das ist, glaube ich, seine Stärke. Guten Schritt. Muss insgesamt noch mehr Hengst und mehr Rahmen bekommen, ne? Ja, das ist ja ein ganz Jugendlicher. Und was den so besonders auszeichnet, ist seine praktische Übersetzung im Grundgangwerk. Also jedes Gelenk ist locker in Bewegung. Das ist jetzt nicht einer, der uns gleich die Augen aussticht. Der gewinnt eigentlich durch seinen Takt und durch seine Leistungsbereitschaft. Und ich glaube, das ist was, was unserer Zucht hier gut tut. Und diese Blutführung an sich ist ja in diesem Bereich unbedingt notwendig auch schon mal. Leistungsbereitschaft ist ein gutes Stichwort, denn Painted Black habe ich viele Male selber besucht in seiner Beschälerbox auf dem Schafhof. Auch der war so bis ins hohe Alter, ja, im anspruchsvollen internationalen Sport immer auf Sendung. Und dann vor allen Dingen auch diese ganz wertvolle Mutter, die hat ja mit Lord Leatherdale schon einen gekörten Sohn gestellt, also auch ein vererbungssicherer Stamm dahinter. Ich meine, eine ganz, ganz interessante KWPN geprägte Blutalternative für den ambitionierten Dressursport mit unserem Prime Time.
Ein Hengst, der mir ganz besonders ans Herz gewachsen ist, lieber Gerd, wenn ich so sagen darf. In puncto Typ, Eleganz, maskulinem Ausdruck und vor allen Dingen auch Vererbungskraft. Denn ich erinnere mich im vergangenen Jahr, wo er mit einem Prämienhengst herausgestellt bei den DSP-Hengsttagen in München. Egbert Schepp kam ja auch persönlich zu deiner Hengstvorstellung, um die Glückwünsche in Empfang zu nehmen. Herakles ist ein absoluter Verlasshengst. Auch er, ja längst in der schweren Klasse angekommen, dieser jetzt 11-jährige Sohn des Katoki Landau S. Corofino. Ja, er ist wirklich ein Parcourspferd durch und durch, super verlässlich. Jannis, den haben wir schon oft erwähnt, hat viele Erfolge mit ihm feiern dürfen. Letztlich eigentlich, möchte ich fast sagen, die schwere Klasse mit ihm gemeinsam erlernt. Ist ein außergewöhnlicher Springhengst deiner Station. Ja, das ist einer der Hengste, der eigentlich am wenigsten gedeckt hat und bei der geringen Anzahl an Nachkommen, ich habe es im letzten Jahr auch erwähnt, er hat in dem Jahr, glaube ich, 12 Stuten gedeckt, laut Egbert Schepp. Davon sind vielleicht 5 oder 6 Hengstfohlen und von den 5 oder 6 Hengstfohlen waren 3 Prämienhengste und außergewöhnliche Prämienhengste. Und einer war auch in Holland noch, so ein Fuchs, der überragend sprang, hat auch eine super Prüfung gemacht, den habe ich jetzt noch wieder unterm Sattel gesehen. Und deshalb haben wir ihn auch jetzt im Deckeinsatz noch gelassen, der ist jetzt ganz gut gefragt gewesen. Aber das ist ein ultramodernes Pferd und der hat viel Ähnlichkeit mit Katoki und Landor. Und dieses Blut aus der Zucht von Alfons Brügge haben eben, dieses Blut liebe ich natürlich auch besonders, weil ich selber Katoki auf Station hatte. Er war 5 Jahre bei uns, ich habe mit ihm große Preise gewonnen. Und dies ist so ein richtig moderner Nachkomme von ihm, der frisch ist und Lust hat zum Arbeiten, super zu reiten ist und ein richtiger Vererber. Ich selber kenne ihn auch schon sehr lange, denn ich habe ihn seinerzeit schon auf der Körung in Herzogenbosch gesehen. Da hatte Egbert Schepp den. Und da machte er auch schon ganz gute Sprünge, sprang frei, überragend dort. Und ich bin auch gleich zu ihm hin, habe damals schon mal gefragt, ob der auch zu verkaufen sei. Aber damals war Egbert noch nicht bereit zu verkaufen. Er hat ihn reifen lassen. Ich habe ihn dann noch mal wieder gesehen in Zangersheide, 5-jährig. Und da sprang er auch überragend. Und dann bin ich wieder zu Egbert gegangen, wie es denn jetzt ist. Und dachte, nee, ich bin immer noch nicht so weit. Aber du scheinst ihn irgendwann überzeugt zu haben. Es war ein bisschen anders. Der gehört uns zusammen. Den haben wir auf der Körung vorgestellt. Und dann hat er das erste Mal bei der Vorauswahl in Oldenburg das nicht ganz geschafft. Und dann habe ich Egbert gesagt, das ist ein richtiger Kracher. Den nimm mal mit. Und dann hat er die Karriere gemacht und somit gehört er uns zusammen. Ja, den mag man leiden. Nein, eigentlich muss man sagen, den muss man leiden mögen. Ein tolles Bild, Mathis, was ihr beide da abgibt. Mordsgesicht, toller Typ. Das muss sich aus dem Sattel mindestens genauso schön anfühlen, oder? Doch, auf jeden Fall. Also ein sehr, sehr feines Pferd. Er hat immer richtig Lust. Also jetzt, er hat schon ein paar Mal mitgemacht, die Hengstvorführung, aber ich reine das erste Mal jetzt. Gefühle super, hat richtig, richtig Lust und super ehrgeizig. Macht sehr viel Spaß. Ein richtiger Katoki, so wie er im Buche steht. Mathis, wir möchten uns ganz herzlich bedanken, weil den hast du ja nicht so oft unterm Sattel und das sah so aus, als würdest du das quasi täglich machen. Großes Kompliment von uns allen mit deinem Herakles. Dankeschön, Mathis Schwenker. Wir freuen uns gemeinsam auf diesen Herrn. Hendrik Sosat serviert ihn uns in bewährter Manier. Er ist jetzt 6-jährig, liebe Züchter, der Diamant de Plaisir 2. Wie der Name es schon verrät, dieser statiöse Herr, ein Sohn des Diamant de Semilly.
der bis in unsere Tage, lieber Heinz, das wirst du nachher nochmal zusammenfassen, eigentlich das züchterische Geschehen auf vielen, vielen Chörplätzen immer noch dominiert. Erst gerade auch bei den Holsteiner Chörtagen imposant präsent, dieses Blut des Diamant de Semilly. Dann kommt For Pleasure, den wir schon besprochen haben, und schließlich Landor S. dahinter. Ein tolles Sportjahr liegt hinter diesen beiden, schon erfolgreich auf Bundeschampionats- und auch weltmeisterlicher Ebene präsentiert dieser Diamant de Plaisir 2. Ja, haben wir letztes Jahr doch sehr stark eingesetzt, sodass wir auch in diesem Jahr mehrere Fohlen von ihm erwarten. Und den würde ich beispielsweise auch auf Stuten setzen, die vielleicht doch sehr stark blutgeprägt sind, die Vermögen gebrauchen können. Hier hat man einen sehr guten Galopp, sehr guten Kopf, auch genügend PS in diesem ganzen Pferd vorhanden. Also obwohl er jetzt ein bisschen schwerer ist, wenn man ihn so sieht, zumindest bei dem ersten Fohlen, was wir hier gesehen haben, war sehr, sehr blütig. Ich denke mal, das liegt auch an der Genetik, weil Lady Haider 1 war halt mal Bundessiegerstute, Landor Contender war das, sondern die For Pleasure, das sind einfach Blutpferde und das gibt er auch so weiter. Und er kann sich auch gut bewegen, ne? Schritt, Trab, Galopp und auch wenn du dieses Pferd anschaust von der Seite, der hat einen stabilen Körper, der hat ein stabiles Fundament, der hat große Hufe, das wo wir immer wieder drüber sprechen. Das wollte ich gerade nochmal zusätzlich erwähnen, er hat einen stabilen Körper, er hat gute Hufe, er hat eine sehr gute Fesselung, ist heute ganz, ganz wichtig, wird viel zu wenig drauf geachtet auf den Körplätzen und seine Kraft, die hat er bekommen und die zeigt er uns heute hier. Ja, das finden wir echt ein tolles Pferd, weil der auch aus unserer Lady Pleasure kommt. Ja, in der For Pleasure Stute, dann Lady Haider 1, wo auch Lady Lordana rauskommt. Das ist genetisch ein super Produkt und mit Diamant haben wir auch viel Glück gehabt. Und dieser Hengst hat sich sehr, sehr gut entwickelt nach meiner Meinung. Der ist sehr, sehr schön zu reiten. Das ist ja nicht immer so ganz einfach bei dem Blut. Und der hat, wie gesagt, sich auch fürs Bundeschampionat qualifiziert, hat sogar Qualifikationen gewonnen, war dann auf dem Bundeschampionat erfolgreich. Und dann sind wir mit ihm zur Weltmeisterschaft nach Lanaken gefahren. War dort auch siegreich in einem Springen bei den Fünfjährigen. Und hier sind wir der Meinung, also wir denken, dass das einer ist für den ganz großen Sport und Hendricks Nachwuchspferd. Und wir finden auch, wie er das jetzt macht, wenn er so an den Sprung rangeht, wie er im Gleichmaß, welchen Abdruck er hat, welches Vermögen er hat. Und dann einfach viel PS, aber ist gut regulierbar, oder Heinz? Ja, finde ich auch. Ich kenne diesen Hengst schon von Jung an und muss sagen, dass dieser Hengst hat sich sehr gut entwickelt. Jung, am Anfang war er doch noch sehr jugendlich und sehr schlaksig und jetzt ist er gereift, sein Körper ist gut geworden, er hat schöne Muskulatur bekommen und jetzt hat er Kraft bekommen. Die hatte er als junges Pferd damals noch nicht so und jetzt springt er auch mit viel Kraft und richtig Vermögen, das sieht sehr gut aus. Seine Rittigkeit finde ich auch sehr gut, er geht hier ohne Hilfszügel, er ist gut im Maul. Ist natürlich auch gut gezogen mit Diamant For Pleasure. Zu Diamant möchte ich nochmal sagen, was du eben schon gesagt hast, Hendrik. Diamant ist in ganz Europa auf allen Körplätzen immer wieder vertreten, das Blut. Und das ist ein Hengst und das ist nicht immer selbstverständlich, der sich weiter vererbt, auch über die nächste und übernächste Generation. Es gab in der Vergangenheit schon gute Hengste, aber es waren Endprodukte, die haben keinen guten Sohn hinterlassen. Und Diamant, das Diamantblut vererbt sich weiter und deswegen sehen wir auch viele, viele gute Söhne oder Enkel schon von ihm. Also ich habe ihn auch lange nicht gesehen hier, aber ich bin ganz begeistert heute, wie er hier das abwickelt. Also das ist sicherlich auch ein Hengst, den man nochmal im Fernsehen wiedersehen wird.
Da geht einem jeden Springreiter, erst recht aber allen Freunden des stilistisch guten Reitens, das Herz auf, lieber Henrik, wenn ich so sagen darf. Das sieht toll aus. Man kann wirklich super still sitzen. Imposant. Nicht ohne Grund mit Top-Bewertung. Ist das das Zukunftspferd in deinem Stall? Also das denke ich mal auf jeden Fall. Es ist wirklich Wahnsinn, was das für ein Gefühl ist. Er hat fast grenzenloses Vermögen, obwohl er auch sehr groß ist und er ein bisschen schwer wirkt, hat er unheimlich viel Blut. Er weiß ganz genau, wenn es drauf ankommt. Da wird er richtig blütig, greift an. Auch jeden Ochser will er versuchen, die zweite Stange locker zu nehmen. Also da kann man später ganz ruhig bleiben, glaube ich. Wir wünschen euch ganz viel Glück im Sportjahr 2023 und sagen vielen Dank für diese Top-Präsentation an Henrik Sosert und unseren Diamant des Plaisirs 2. Ich komme so gerne nach Lemwerder, lieber Gerd, weil es hier ein Familienbetrieb ist. Und gemäß diesem Motto schauen wir ein bisschen in die Familie, denn hier kommt die Mutter des Diamant des Plaisirs 2. Die Stammstute des Hauses Sosert, Lady Pleasure. 17-jährig ist sie jetzt, diese bedeutende Stute. Genau, und die kommt gerade aus dem Laufstall. Die werden ja bei uns in Gruppenhaltung, auch die tragenden Stuten, gehalten. Die kommt jetzt die nächsten Tage rein, weil die in 14 Tagen Termin hat zum Fohlen. Die hat uns schon tolle Produkte gebracht. Wieder eine Tochter unserer guten Lady Haida Nummer 1, die auch Lady Lordana gebracht hat. Und das sind so die Zuchtstuten, das sind Hengstmütter für uns. Ich denke mal, wir werden jetzt auch mal wieder einen anderen Hengst einsetzen, weil wir auch eben, wie gesagt, aus diesen allerbesten Stuten gerne noch mal ganz fremde Genetik haben, in der Hoffnung, dass wir da mal einen Hengst von kriegen. Wir haben jetzt immer noch mehr Stutfohlen, auch in den letzten Jahren, immer von unseren besonders guten Stuten fast nur Stutfohlen bekommen. Ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Dann geht es auch weiter, das System, dann die einmal fohlen zu lassen und später dann im Sport, ist auch super. Aber für unsere Deckstation, weil wir gerne selbstgezogene Hengste auch haben, brauchen wir jetzt wieder diese fremde Genetik. Staccato Cornet aus der Zucht der Highfield Genetics, liebe Züchter, gezogen von Maarten Brands und Mieke van de Broek. Es gibt Blutströme, an denen kommt man eigentlich als Hengsthalter nicht vorbei. Das ist sicherlich ohne Zweifel das Blut des Staccato oder seines Sohnes Staccato Gold und erst recht sicherlich das Blut des Cornet Obolensky. Und wenn man das dann noch kombiniert, dann kommt so etwas heraus. Ich freue mich, Ihnen ankündigen zu dürfen, den Staccato Cornet, wie der Name schon ankündigt, ein Sohn des Staccato Gold aus der Lamose von Cornet Obolensky und dann Arezzo VDL. Die Erfolgsliste seiner Nachkommen ist schier unerreicht. Staccato Gold mit den großen Protagonisten, Solid Gold natürlich Ihnen allen einen Begriff, Star Gold sicherlich zu nennen und natürlich auch die amtierenden deutschen Meister Starissa mit Mario Stevens. Das spricht schon Bände. Aber lieber Gerd, das wird nicht das Einzige sein, was dich bewogen hat, diesen Youngster in deine Kollektion zu integrieren. Ja, wer sich an das letzte Jahr erinnert, da war Egbert Schepp ja hier auch mit Tönne Arbeitig. Und Egbert Schepp ist ein guter Freund von uns. Der hatte diesen Hengst und da war ich so von begeistert. Und dann haben wir ihn den abgekauft und als die Klappe aufging und ich habe den Hengst eigentlich da erst zum ersten Mal gesehen, das habe ich am Telefon mit ihm gemacht vorher, da war ich so begeistert von diesem Pferd und auch gerade von der Genetik. Staccato Gold ist ein wirklich super Vererber, wo man da manchmal darauf achten muss, dass sie nicht so kurzbeinig sind, dass sie genügend Länge haben. Das hat dieser Hengst, finde ich. Der ist bunt, der ist auffällig, der hat eine Cornet-Mutter. Dann kommt Arezzo, alles 1,60 Pferde. Dann kommt Roven, das ist ein Blüter gewesen.
der auch 1,40 gegangen ist. Dann kommt Voltaire, dann kommt Granos, Zeus, Magister. Und aus dieser Granos-Stute in der sechsten Generation, da kommen schon unwahrscheinlich viele 1,60 Pferde. Das ist einer der besten Stämme überhaupt. Und das ist die Genetik, die wirklich interessant ist heute und die wir auch für unsere Station benötigen. Und der hat den richtigen Rahmen, die richtige Größe. Und die Hanna, die ist ja seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr bei uns, ist eine sehr gute Vielseitigkeitsreiterin, war schon mal Europameisterin bei den jungen Reitern, glaube ich. Die reitet unsere Pferde, einen Teil unserer Pferde, halb, dass sie sich bei uns beschäftigt. Die hat jetzt diesen Jungen sich mal unter den Sattel genommen und versucht, ihn altersgerecht hier vorzustellen. So genau das, was man von einem Dreijährigen verlangen kann. Aber genau, Hanna, wie du das jetzt machst, das gefällt uns sehr. Da sieht man auch schon, das Pferd hat eine hohe Reitqualität, ist schön in der Balance, hat eine super Galoppade, hat Saft. Und ich glaube, sowas machst du auch leiden, oder Heinz? Ja, wie du schon sagst, das Pferd fällt auf hier. A, durch den Typ, er hat viel Farbe, bringt er mit. Das mögen die Leute heute gerne, besonders die Amerikaner. Aber es ist auch ein Bergauf-Pferd, das ist auch immer wichtig. Und verbunden mit guten Traben, einer guten Galoppade. Und ich konnte eben schon sehen, er hat auch genug Blut. Sicherlich ein Hengst, auf den man sehr gespannt sein kann. Ja, wir haben ihn auch springen lassen. Wir sehen jetzt das Freispringen. Als er kam, habe ich als allererstes eine Stange an der langen Seite hingehängt und Hendrik war mit dabei und unser Team haben wir geguckt und was mir da auch so gut gefiel schon, der hat immer die Ohren nach vorne, der hat die erste Distanz genommen, der konnte rückwärts springen und hier haben wir bei uns in der Halle noch, damit Sie das sehen können, einmal das Freispringen aufgenommen und ich finde, der macht das super mit Vermögen und locker, mit Abdruck, mit Cleverness genau, mit einer richtigen Basküle, der nötigen Vorsicht. Also ich bin wirklich ganz froh, dass wir diesen Hengst hier bekommen haben. Ja, wenn ich das Video so sehe, was mir auch hier sehr gut gefällt, sein Abdruck. Und ich bin immer ein Freund davon, wenn die Schulter nach vorne geht. Und das hat er absolut. Das hat Staccato natürlich auch vererbt, über Staccato Gold weitervererbt. Und das hat dieser Hengst auch, die absolute Schulterfreiheit. Und dann verbunden mit Kraft, der macht hinten noch auf. Also er hat einen perfekten Sprungablauf. Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich bei der Dame im Sattel bedanken. Gerd, du hast es gerade gesagt, noch jung an Jahren hier, was die Dienstjahre im Hause Sosat betrifft, die Vielseitigkeitsreiterin Hanna Knüppel. Ich finde das immer ganz besonders bemerkenswert. Schon ausgebildete Pferde zu präsentieren, ist ja die eine Seite der Medaille und Kunst. Aber einen solch jungen Hengst dann auch altersgemäß zu präsentieren, ihn im richtigen Maß auch gewähren zu lassen, pferdegerecht, altersgerecht zu zeigen, das ist eben auch eine Kunst, die man nicht unterschätzen darf. Und da legen wir eben auch sehr viel Wert drauf in der Ausbildung, dass wir es altersgerecht machen und dass wir die Pferde so vorstellen, dass ihnen das Spaß macht, wenn die hier reinkommen in die Halle. Wenn Gerd Sosat sich den Luxus leistet, das Blut des For Pleasure zweimal in seiner Hengstkollektion zu haben, dann muss das schon etwas ganz Besonderes auf sich haben. Und da können Sie sich drauf verlassen, bei diesem Herrn, der hier unter Mattis zu uns kommt, Like Pleasure. Auch wieder in der Fuchsjacke aufdekoriert, dieser KWPN gebrandete Sohn des For Pleasure, dann Toulon, den haben wir ausgiebig schon besprochen bei unserem Tucento, Voltaire dahinter. Aus einer absoluten Weltklasse-Mutter. Und während Mattis sich hier ein bisschen aufwärmt und löst, schauen wir uns mal diesen fantastischen Parcours an, lieber Gerd. Das ist sie, diese Traumstute Gestell, die wir hier unter Julia Jüllis sehen in Zwolle. Eine sagenhafte Springstute, die unglaubliche Art hat am Sprung. Das ein ganz besonderes Kriterium für dich damals schon bei der Auswahl dieses Hengstes? Genau, ich war von der Mutter begeistert. Julia hat ja auch Finishing Touch geritten. Und dieses Pferd, das ist, wo sie siebenjährig mit diesem Pferd in Zwolle war. Und als wir den Hengst gekauft haben, hier zu Anfang mit Egbert Schepp zusammen, diesen Like Pleasure, den haben wir jetzt ja alleine, da war ich so heiß auf die Mutter und dann sind wir dort hingefahren zu Hermann von Dresden und seiner Frau. Und da haben wir die Mutter erworben. Deshalb auch, weil ich auch immer ein gutes Pferd für unseren Bereiter brauche. Und unser Jannis, unser Bereiter, der hatte sogar 5 S-Pferde, aber dies war eine seiner erfolgreichsten im letzten Jahr. Mit der hat er mehrere S gewonnen. Und die haben wir auch für den Embryotransfer-Einsatz benutzt. Sie hat uns mehrere Nachkommen gebracht.
Und das ist das so, was ich mir vorstelle, wie Hengstmütter aussehen sollen. Und der hat auch einen guten Fohlenjahrgang und auch die ersten sind ja zweijährig. Und den haben wir jetzt in diesem Jahr in TG-Einsatz genommen. Nicht, weil er nicht mehr gefragt ist, sondern weil wir auch immer wieder junge Hengste einstallen. Und in unseren Hengststall passen nur 20 Hengste rein, die Uwe-Samo-Station. Dann stellen wir die mal ein bisschen in Warteposition. Das haben wir auch mit anderen schon mal gemacht. Da ist ja trotzdem Sperma dann da. Und dann werden wir sehen, wie die weitere Entwicklung geht. Dieses Pferd bleibt auch bei Mattes im Sommer, der ihn sportlich fördern möchte. Und dann gucken wir mal, wie sind die ersten Nachkommen nachher unterm Sattel. Und dann bleibt er uns erhalten und vielleicht kommt er wieder in Frischsamen-Einsatz. Ja, was ich an diesem Hengst interessant finde, den Mutterstamm wieder mit Toulon, Voltaire und noch ein Stamm, wo schon sehr viel internationale Meter 50, Meter 60 Pferde raus sind. Das ist wieder das Thema, was wir vorhin schon hatten, mit einem guten Mutterstamm, der einfach immer sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich diesen Hengst so anschaue, ich habe ihn auch schon mal auf dem Turnier gesehen, ich finde, der ähnelt seinem Vater sehr. Also wenn der jetzt noch einen weißen Fleck hätte unterm Bauch, dann würdest du sagen, das ist doch for pleasure selber. Also in seinem ganzen Gehabe hat er doch viel von seinem Vater. Ja, stimmt wirklich, ne? Original. Ich kenne noch unter Hans-Joachim Giebel damals, for pleasure, den kenne ich ja auch noch, 6- und 7-jährig, war so ein ähnliches Pferd. Ne? Sprang auch mit der Art, wie er ausspringt, so. Und der ist auch noch jugendlich, noch gar nicht so richtig erwachsen. Ein Pferd, was sehr, sehr vorsichtig ist auch, muss ich sagen. Hat so seine for pleasure Art, das kann man deutlich sehen. Aber er kann damit umgehen und er ist auch, wie gesagt, sehr vorsichtig und hat auch richtig Vermögen. Ja, und wenn man die Mutter sieht, die ist schon ein tolles Pferd da auf dem Video, wie sie da gesprungen ist. Das beruhigt einen immer, weil man weiß ja nie, wo die Vererbung hingeht, ob sie mehr zur Vaterseite geht oder mehr zur Mutterseite. Aber hier hat man eigentlich eine gewisse Sicherheit, weil entweder sie geht mehr zu For Pleasure, hat man ein gutes Pferd, oder sie geht mehr zur Mutterseite, hat man auch ein gutes Pferd. Also das ist schon abgesichert. Mattes liefert uns eine Flugstunde ab. Das sah toll aus, Mattes. Muss ein irres Gefühl sein. Das dürfen wir deinem dezenten Lächeln im Sattel wohl auch entnehmen. Ganz herzlichen Dank. Like Pleasure und Mattes Schwenker. Aber da hast du wirklich was Wahres gesagt. Und die Pferde springen auch nur am Ende so gut, wie sie auch hinpilotiert werden. Und Mattes ist ein fantastischer Reiter, der gibt den Pferden Sicherheit, gerade diesen blutgeprägten Pferden. Die fühlen sich unter ihm sicher. Er weiß genau, wie viel Druck er wo machen muss, wann er stillsetzen muss. Und dann entwickeln sich die Pferde. Mattes, vielen Dank. Liebe Züchter, an diesen strahlend schönen Schimmel werden Sie sich erinnern. Wir hatten die Freude, ihn hier im letzten Jahr als Neuzugang in Lemwerder begrüßen zu dürfen. Die Rede ist von Tucento, dem Sohn des Toulon Cento Gottwald. In der schönen leuchtenden Schimmelfarbe aufgemacht, wie der Muttervater eben auch, dieser unvergessene Weltcup-Champion unter unserem Bundestrainer Otto Becker, Sieger im Großen Preis von Aachen und so viele andere große Entscheidungen. Aber natürlich auch hier der Herr Vater, nach wie vor in aller Munde, dieser Heartbreaker-Sohn Toulon auf der väterlichen Seite. Im letzten Jahr machte er von sich reden. Dieser Jüngling ließ einen gewaltigen Sprung raus. Wie sollte es anders sein? Am Sosat-Oxer. Jawohl. Und er hat viel gelernt, an körperlichem Umschlag gewonnen, mit deinem Sohnemann auch in der vergangenen Turniersaison schon erfolgreich unterwegs in der Springpferdeprüfungsklasse A. Tucento ist bei uns. Ja, der kommt ja von Luc Tillemann aus Belgien,
eben auch ein richtiger Toulon-Nachkomme. Und Luke hat damals zu uns gesagt, denk dran, Toulon sind späte Pferde. Da darfst du nicht zu viel von verlangen. Und so ist er auch. Er ist manchmal ein bisschen wackelig, noch ein bisschen schlapp in seinem Körper. Aber ist da jetzt gut reingewachsen, hat Kraft bekommen. Auch die ersten Turniere hier zu Hause gegangen. Und was mich am meisten begeistert, ist tatsächlich auch die Abstammung, weil Toulon auch bei der Weltmeisterschaft in Herning waren, glaube ich, 3 im Finale. Und ich gucke mir gerne auch diese internationalen Weltranglistenspringen mal an und die Ergebnisse auf den großen Turnieren. Ich wundere mich, wie viele Toulon-Nachkommen da drin sind. Oder ist das nicht auch dein Eindruck? Ja, absolut, hast du recht. Toulon ist ja auch, ich glaube, seit 2 Jahren in der Welt. Breeding-Liste, der Top-Springhengste unter den Top 10. Und das hat schon immer eine Aussagekraft. Und hier in diesem Fall Toulon verbunden mit Cento, 2 absolute Cracks sozusagen, die auf 1,60 Meter Level immer erfolgreich gesprungen sind. Das hat schon eine Aussagekraft. Und ich kenne diesen Hengst von jung an. Ich habe ihn seinerzeit gesehen in Belgien auf der Körung und bin jetzt ehrlich gesagt sehr positiv angetan, wie er zum Hengst geworden ist. Als auf der Körung selbst war er noch ein bisschen jugendlich, alles noch ein bisschen wenig, und jetzt sieht man ihn an, er hat Körper bekommen, er hat Muskulatur bekommen, und diese Runde jetzt, fand ich, hat er sehr gut absolviert, sehr kraftvoll mit Abdruck, also das ist erstmal positiv zu sehen. Und eben bei der Abstammung, wenn man dann an Cento denkt, haben wir aus deinem Ländle kommt ja Cento. Als er den großen Preis mit Otto Becker gewann in Aachen, da waren wir auch zugegen. Das war eine tolle Runde, das vergisst man nicht. Und diese Genetik, Cento, glaube ich, bringt Vermögen und auch Ruhe da richtig rein. Und dann Gottwald, der Großvater ist auch ein nicht so bekannter Hengst in Belgien gewesen, aber ein Hengst, der in allen Sparten erfolgreich war. Er selber, Dressurspringen und Vielseitigkeit. Und das ist natürlich auch gut, wenn wir solche Hengste einsetzen, die sich vielleicht doch sehr vielseitig auch vererben. Der ist gut frequentiert gewesen im letzten Jahr. Stimmt, sprang da auch super locker rüber und einmal hat er einen richtigen Satz rausgemacht bei dem Sosatsprung. Da haben wir auch schöne Fotos von. Das macht er auch mal, jawohl. Ja, am Ende glaube ich, dass er sogar mehr von Cento hat als von Toulon. Er hat die Schimmelfarbe zumindest schon mal von Cento. Und wenn er denselben Weg geht später, dann können wir froh sein. Die Wette nehme ich an. So Otto Becker noch wieder beritten machen. Ja, genau. Aber wie gesagt, Luke Tillemann hat ja Toulon da gehabt und er kennt die Nachkommen gut und er sagt, eigentlich müssen die erst 7 Jahre alt werden. Tja, die super weiterentwickelt, jetzt 5-jährig. Auf dem Weg zu großen Taten, hoffentlich auch in dieser Saison. Toulon Malcento ist hier einmal mehr vortrefflich aufgegangen. Henrik Sosa hat großes Kompliment für die Präsentation dieses effektvollen Youngsters. Dankeschön. Ja, lieber Gerd, sein Konterfei darf eigentlich nicht fehlen. Ich muss sagen, so im Punkto Exterieur ist er vielleicht nicht die Verkörperung dessen, was wir beide assoziieren mit dem Allermodernsten und Schönsten vielleicht. Aber der bringt Leistung mit. Und seine Runden beim Weltcup sind unvergessen. Die Rede ist von Finishing Touch, diesem Sohn des Kival Toulon Grandeur. Ein absolutes Leistungspferd, das wir hier noch einmal mit seinen gefeierten Runden im internationalen Springsport erleben. Ja, und wir haben ja sonst nur eigene Hengste, aber den haben wir mal dazu gepachtet, weil wir auch gerne mal andere Genetik haben. Und dieser hat eine super Einstellung, unwahrscheinlich viel Mut. Er ist
vielleicht nicht der letzte Hengsttyp, aber ist ein Pferd, was alles springen kann und was mit der Julia Global Tour gewonnen hat und viele Weltranglisten springen gegangen ist. Und ich muss sagen, der ist auch gefragt gewesen hier. Der hat auch sehr, sehr schöne Fohlen gemacht. Und wir sehen ja jetzt auch mal so ein paar Fohlen von der Fohlenschau hier bei uns in Lemwerder. Und so ist das eben auch mit der Vererbung, wenn er vielleicht selber nicht so der letzte Typ ist. Aber er hat doch schöne Fohlen gemacht. Und hier sehen wir mal so ein paar von ihm. Auch schöne Gesichter, schöne Bewegungsqualität. So wie da auch, Heinz, du hast ja viele Fohlen gesehen. Ist ja eigentlich modern. Denkt man nicht bei dem Vater, oder? Nein, wie du schon sagst, der Vater selbst steht ja heute, finde ich, so für das klassische belgische Pferd. So sehen ja viele belgische Hengste auch aus. Kraft, Vermögen hat er bewiesen. Und jetzt ist dann entscheidend, wie man ihn anpaart. Und wenn man ihn hier, ich glaube schön, dass er zu den Landorstuten gut passt, mit Blut angepaart, glaube ich, dann bringt er auch schöne Typen. Dann zeigen wir nochmal, das vom letzten Jahr haben wir noch so ein paar schöne Ausschnitte, die wollen wir nochmal gerne zeigen, von der letztjährigen Hengstvorführung. Und durch den ist eigentlich der Kontakt entstanden. Und wir sind sehr froh, dass wir den jetzt haben. Schade, dass du deine liebe Frau nicht mitgebracht hast. Ja, und da kommt er nun, meine Damen und Herren. 5 Jahre jung, unter Dennis Schlüsselburg werden wir ihn erleben. Einen Nachkommen unseres Finishing Touch Wahres Lage. Und das ist wirklich interessant. Hermann, das ist eine mutige Anpaarung. Da bin ich wirklich voller Spannung, denn da kommt Ferroblut, was also eigentlich für Dressur ja weltbekannt ist auf der mütterlichen Seite. Viel Vergnügen mit diesem interessanten Youngster aus der Schatulle des Finishing Touch. Ja, und den hast du ja mitgebracht und den wollen wir mal zeigen, um auch vielleicht mal seine Vererbungskraft hier ein bisschen zu demonstrieren. Er selber ist ja ein ganz starkes Pferd, Willen, vielleicht ein bisschen richtig, vielleicht nicht die höchste Rittigkeit, aber wenn man ihn jetzt hier anschaut, mit dieser Ferro-Mutter. Das Pferd kann sich gut bewegen, sehr leichtfüßig. Wir haben ihn ja mal jetzt, wann hast du ihn hergebracht? Vor 14 Tagen. So lange haben wir ihn jetzt hier, haben wir den mal ein bisschen probiert und ich muss sagen, wir haben da doch einen sehr guten Eindruck davon. Das Pferd trabt schön, galoppiert gut, ist rittig, ist sehr vorsichtig. Ich muss sagen, was auch wichtig ist, sind gesunde Pferde. Ja, ich habe sie getüft. So, Röntgenbilder waren alle gut, das ist wichtig. Ja? Nicht nur für Geschäft, aber Charakter auch, wie dieser. Ja, die Mädchen, die bei mir arbeiten, die möchten diese gerne, wenn Julia so keine Zeit hat, die möchten gerne dieses Pferd reiten. Viel Balance und was Finishing Touch auch bringt, gute Bewegungen. Ja, das bringt auch, das ist schön. Und Gesundheit ist wichtig, auch dass die sowieso harte Pferde sind. Ne? Röntgenbilder darf man sicherlich nicht überbewerten. Gerade im Vielseitigkeitssport, Eventing, da brauchen die Saft, ne? Galoppiervermögen und Härte. Das ist natürlich genauso da. Da muss man in der Dressur schon mal viele Punkte bekommen, sonst hat man keine Chance, ne? Sehr schön, Dennis. Das kann er auch, ne? Der kann ran an Sprung und bückt sich, kriegt den Widerriss hoch, hat eine schöne Basküle. Ja. Und der will hin, ne? Das hat er vom Vater, ne? Die Einstellung, dass sie erstmal rüber wollen. Dennis, sehr schöne Vorführung, vielen Dank. Ja, wenn Finishing Touch solche Pferde produziert, die vielleicht mal Grand Prix gehen können, aber auch zumindest, wo man, wenn die alle so ein bisschen ähnlich sind, wo wir wissen, die haben große Reitqualität, dann gibt es einen großen Markt für diese Nachkommen. Und das ist das, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Vielen Dank, Hermann. Gern geschehen, Gerd. Und schönen Gruß an deine Frau. Danke, ne? Dennis, super, das reicht, vielen Dank. Lieber Züchter, einen ganz besonderen Schlusspunkt im Springen möchten wir setzen mit diesem Herrn, der in vortrefflicher Weise das verkörpert und symbolisiert, was wir unter dem Sosatschen Zuchtziel verstehen. Natürlich stammt er aus eigener Zucht des Hauses Sosat.
die Saison des Casino Berlin aus der Baccarat von Contact Me Landadel. Casino Grande ist bei uns mit Hendrik im Sattel, der so viele Erfolge hat sammeln können im Sires of the World, bei den deutschen Meisterschaften in Balve, in Lanaken, immer vorne mit dabei. Der hat eurer Familie schon ganz viel Freude gemacht, sportlich. Aber was uns natürlich noch viel mehr interessiert, lieber Gerd, vor allen Dingen auch züchterisch. Ja, das ist so, sonst stelle ich mir ein modernes Sportpferd vor. Das war damals schon Ausnahmefohlen. Das war ganz gut Mutter, Contact Me Mutter. Das Bild sehen wir auch noch hier unten, haben wir eingebaut. Als er Fohlen war, super Mutter war das. Und dann kam Landadel und die Landadelstute. Das ist auch die Mutter von Stedinger, daher kommt auch diese Doppelqualität. Er kann sich super bewegen. Er hat auch damals war Reservesieger in der Hauptprämie. War auch im Sporttest weiter mit über 9. Und dieses Pferd hat sich schon als junges Pferd ausgezeichnet auf der Leistungsprüfung durch 10-0 im Springen und 10-0 Galopp. Hochmodern, ganz erfolgreich, hat einen super ersten Fohlenjahrgang gebracht, hat gekürte Hengst, hat einen Siegerhengst schon gebracht auf der DSP-Körung im letzten Jahr. Und der hat eigentlich alles das gehalten, was wir von ihm erwartet haben. Gerade in diesem Jahr, auch im letzten Jahr war er mit Hendrik auf der Deutschen Meisterschaft jüngstes Pferd, 9-jährig. Und in diesem Jahr auch wieder überragend. War in Zangersheide Sires of the World erfolgreich. War in Leipzig erfolgreich, damals 7-jährig schon, 5-jährig im Finale. Dann im Dobruk, da war er mit 3 Sterne erst Zweiter. Und sein ganz besonderes Highlight war, glaube ich, in diesem Jahr Crystal Blue. Eine wunderbare Stute von ihm, die auch einen Fohlen gehabt hat wieder, die wir genauso aus einer Mr. Blue, Sandro Boy Mutter. Und diese Crystal Blue ist ja mit Jannis Landeschampion in Rastede geworden. Und wer in Rastede mal das Championat sich anschaut, der sieht, dass da auch verdammt viele gute andere Ställe sind mit tollen Hengsten und tollen Pferden. Und das war damals, glaube ich, da mit das Pferd, was am beliebtesten war. Hast du sie gesehen? Ja, ich habe sie damals auch gesehen. Zu diesem Hengst möchte ich so ein altes Sprichwort mal sagen, was ein alter Züchter mir mal sagte, und da hat er völlig recht. Ein Hengst wird auch als Hengst geboren. Leider ist es heute so, dass viele Wallache zum Hengst gemacht werden. Das trifft hier nicht zu. Das war von Anfang an ein Hengst, wie du schon sagst, wahrscheinlich als Fohlen auch schon. Und ich habe ihn auf der Körung seinerzeit auch gesehen, und da sprang er auch schon überragend frei und stach als Typ heraus. Otto Rehagel hat früher im Fußball immer gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz, und im Springsport liegt sie im Parcours. Im Parcours, ja. Was auch sehr schön ist, seine Reitqualität. Ne? Er ist jetzt stabiler geworden im Rücken. Er war früher doch immer sehr unterentwickelt, noch nicht Kraft genug im Puckel. Aber durch die Arbeit und auch gerade durch die gute Dressurarbeit, so mit Walter und so, ist er hinten viel, viel stärker geworden. Und Hendrik reitet ja auch sehr gut dressurmäßig. War ja mal 1,5 Jahre bei Jo Hinnemann in Ausbildung. Ja, auch auf den Turnierplätzen so habe ich schon einige sehr, sehr interessante junge Pferde von ihm gesehen, die auch erstmal alle modern waren. Vom Typ mochte man sie schon immer leiden, und das Springen war so, dass man sagt, da wird mal was von. Und das ist ja auch so, wenn man den ersten Jahrgang mal sieht, als wir die ersten aus dem Laufstall holten, die waren alle gleich. Die hatten eine super Einstellung, Ohren nach vorne, und die sprangen auch alle mit einer tollen Art. Und sie sind, wie sie sind. Also er hat für uns das letzte Vermögen, ist ja 1,55, 1,60 gegangen. Sires of the World war auch gewaltig. Und es ist eben so, bei so einem Hengst, der sieht aus wie ein Hengst, wie du auch sagst. Der ist hochmodern, der ist langbeinig, und wenn man diesen Hengst einsetzt, dann bekommt man ein edles, modernes, bewegungsstarkes Fohlen. Wenn man auch die Galoppade verbessern möchte, ist das genau der Richtige, und das ist eine super Genetik dann, auch mit Mutter und Großmutter.
Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, bei deinem Kollegen Matti Schwenker. Wir sind ja am Beginn erst der Saison, aber die Hengste sind eigentlich schon voll in Shape, als könnte es direkt losgehen aufs Turnier. Habt ihr einfach früher angefangen? Ihr seid alle in Top-Verfassung? Ich muss eigentlich sagen, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Unsere haben eine schöne lange Winterpause gehabt, sind eigentlich fast mittendrin noch in der Winterpause. Und ich glaube, das werden wir auch so weitermachen, dass wir denen im Winter ein bisschen Zeit geben und reifen lassen, die Jungen. Und ich glaube, auch ein paar Ältere sind auch mal ganz glücklich, wenn sie über Weihnachten auch nicht los müssen. Vielen, vielen Dank und toi, toi, toi in der grünen Saison mit Casino Grande. Henrik Sosa, Dankeschön. Ja, lieber Gerd, dieser Herr, der liegt mir besonders am Herzen. Ich habe Casiro ja selber züchterisch mal einmal eingesetzt und auch wegen diesen Aufnahmen. Unter deiner charmanten Tochter Janne, das ist unvergessen, hier über höchste Höhen im Six Bars. Vermögen, das war nie das Limit dieses Herrn Casiro, den wir natürlich auch im letzten Jahr mit seinen Aufnahmen in unserer Hengstkollektion hatten. Für was steht dieser Hengst für dich? Ja, ein toller Hengst, 21-jährig, der hat einfach Top-Reitpferde gemacht. Wer den Hengst Casiros benutzt, der kann sicher sein, er kriegt ein Top-Reitpferd in allen Disziplinen. Und er selber ist ja auch so erfolgreich gegangen. Der ist ja mit Henrik Derby gegangen. Der hat mit Henrik Wabi in Rastede mal für SB nicht genug hatten. Hat Henrik den SB geritten, springt er über 2,10 rüber, gewinnt das. Und ganz besonders mit Janne, das war ja ihr Pferd, ihr Magenpferd oder Leib- und Magenpferd, oder wie sagt man das? Das war beispielsweise das Six Pass in Elmlohe und das war hinten raus 1,90, wenn wir mal gucken. Und 1,90, das ist eine Klamotte, wenn du da siehst. Und das hat er auch mit Janne super gemacht, hat sie auch gewonnen. Sie hat Esther mitgewonnen, die hat so viele Erfolge gebracht. Und das ist ein richtiger Reitpferdemacher. Das Schöne ist auch, das Casiro auch haben wir selber eingesetzt. Und aus der Mutter von Casino Berlin, also das ist der Halbbruder zu Casino Berlin, der heißt Casiros, der ist eben sehr, sehr erfolgreich schon mit uns gegangen. Wir alle haben den geritten, Janne hat den sogar Deutsche Meisterschaft geritten, Henrik hat ihn geritten, ich habe ihn 7-jährig geritten, der ist dann mal mit Holger gegangen, der ist in Calgary Nationenpreis gegangen, das schwerste Springen der Welt, der hat mehrere Nationenpreise, hat er absolviert. Den haben wir dann verkauft an eine junge Reiterin aus Dänemark, die reitet aber nicht mehr und der hat das Pferd jetzt zur Verfügung gestellt, Emil Hallonbeck. Und das ist unwahrscheinlich, wie erfolgreich der ist. Ich sehe das immer auf Instagram, der war gestern wieder Zweiter. Der hat, glaube ich, schon 4 oder 5 Weltranglistenspringen gewonnen. Und wenn man das so sieht, der ist auch 14 Jahre alt, glaube ich. Wie Springpferdeprüfung feuert er dadurch. Also die Genetik ist wirklich super. Und dann haben wir noch die Lady Corlina. Das ist eben auch eine Studie, die wir selbst gezogen haben. Auch eine Casiro-Studie, die reitet Andreas Skau. Auch ganz erfolgreich hat die jetzt mal international 1,50 Springen mitgenommen. Und so kann ich Ihnen so viele Pferde aufzählen, die alle von Casiro abstammen und die einen super Job machen im Dressurbereich, Vielseitigkeit und auch Springen. Gewissermaßen ein hippologischer Dauerbrenner, Casiro. Genau, und deshalb können wir auch ruhig mal die Bilder zeigen, auch im Paddock vom letzten Jahr und so. Der hat sich ja jetzt nicht verändert, der sieht noch genauso aus und wir hoffen, dass der noch alt wird. Wir benutzen ihn auch noch immer wieder, weil er hat einfach tolle Reitpferde gemacht. Also wirklich eine sichere Bank für hohe Reitqualität. Ja, ich finde, Casiro selbst steht so für den Holsteiner Look. Das ist so ein klassisches Holsteiner Pferd, wie man sich das vorstellt. So ist ja auch seine Genetik mit Cassini 1, super Vererber, Landgrafen, super Vererber und dahinter nochmal das Ramiro-Blut. Also er ist unheimlich gut abgesichert von der Genetik und kommt aus dem Stamm 318D1, der ja auch viele internationale Top-Pferde gebracht hat. Und in der Vererbung, ich habe auch einige gesehen, seine Stärke war sicherlich, was Gerd eben gesagt hat, seine Reitqualität, die er immer wieder weitergegeben hat.
Kommt aus dem Hause Mehrens und Hennings. Haben wir schon mehrere Hengste gekauft, und andere auch Laudanos damals. Und das ist eine Adresse, wo wir einfach Glück hatten mit denen. Kaufe ich immer gerne mal wieder. Wir sind im Zentrum der Arbeit, im Büro des Unternehmens Gerd Sosat. Hier sitzt meistens mehrere Stunden die charmante Tochter des Hauses, Janne Sosat-Hahn, und hat ganz wichtige Aufgaben ebenfalls für das Unternehmen zu erledigen. Liebe Janne, was genau gehört zu deinem Aufgabenbereich? Genau, mein Team und ich, wir kümmern uns hier um die Außendarstellung des Betriebes. Also wir schauen, wie wollen wir uns nach außen präsentieren. Wir kümmern uns um Social Media, machen die Webseite jeden Tag aktuell und machen auch mal ein paar kleine Videoclips zum Beispiel. Zusätzlich haben wir dann noch immer unsere Kollektion, damit wir auch alle im schönen Team-Outfit erscheinen. Ja, und gucken, dass alles ganz gut zusammenpasst. Wesentlicher Teil eurer Arbeit ist natürlich auch die Veranstaltungsplanung. Da habt ihr viele über das ganze Jahr verteilt. Was genau verbirgt sich dahinter? Genau, wir hatten ja gerade schon eine ganz tolle Veranstaltung, das war unser Züchter-Advent, den hatten wir Ende des Jahres. Da hatten wir hier 600 Züchter, war eine super nette Veranstaltung. Wir haben einfach nett zusammengesessen, aber wir haben auch Hengste gezeigt und Duden gezeigt. Das war ein wirklich schöner Jahresabschluss. Jetzt die Online-Hengstschau ist auch immer wirklich ein großer Aufwand für uns. Wir müssen die Videos organisieren, wir müssen Helfer einteilen, Zeitplanung machen. Ja, das ist ein wirklich großer Bestandteil. Und dann geht es natürlich auch schon an die Outdoor-Veranstaltung. Und wo die stattfinden, das wollen wir uns jetzt mal genau anschauen. Genau. Ja, liebe Janne, jetzt sind wir hier am Ort des Geschehens. Noch kann man sich es gar nicht vorstellen. Es fehlen die Zelte, es fehlen die Fahnen. Hier wird ganz viel stattfinden im Sommer. Was genau plant ihr in diesem Turnier- und Veranstaltungsjahr? Genau, also wir haben hier auf diesem Außenplatz dieses Jahr wieder 4-5 Turniere. Einerseits Late Entries, andererseits aber auch ein großes Turnier mit Springpferdeprüfungen, Springprüfungen bis Klasse S und auch Jugendprüfungen. Und natürlich auch so ein bisschen was für, ja, für die Zuschauer und für die Jugendlichen, kostümpfürzige Klasse, Stafettenspringen, dass wir ein buntes Programm haben. Und dann haben wir natürlich unsere Fohlenschauen. Da sind jedes Jahr weit über 100 Fohlen für Oldenburger und Hannoveraner hier in diesem Feld. Und ja, da freuen wir uns immer über viele Zuschauer und viele gute Pferde. Wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Aufwand steckt dahinter? Wie lange vor so einer Veranstaltung fängst du an, das zu planen? Grundsätzlich geht es irgendwie immer von der einen zur nächsten Veranstaltung. Und natürlich einige Monate vorher fängt schon an mit der Planung, welche Dienstleister haben wir dafür, wie planen wir die Zeiteinteilung. Und dann ganz konkret wird es natürlich die Wochen vorher, dass wir gucken, was für einen Aufbau haben wir, wie ist die Einteilung der Helfer, wie kriegen wir überhaupt das Ganze gewuppt mit unserem Team. Man sagt ja, du seist sehr detailverliebt. Was ist denn so der wichtigste Punkt, an den du denkst? Ist es das Catering, ist es die Dekoration, ist es die Komfortzone für die Zuschauer? Auf was legst du ganz besonders viel Wert? Ja, also ich mag wirklich sehr Details. Ich mag es, wenn es schön ist, wenn wir nette Details haben, wo man merkt, es ist mit Liebe gemacht, und wenn sich die Zuschauer dann wohlfühlen können. Also es sind kleine Rückzugsorte, vielleicht der Strandkorb für die Reiter, wo sie sich nochmal zurückziehen können, oder eine nette Ecke für die Zuschauer. Ja, einfach, dass sich alle wohlfühlen. Liebe Züchter, das Interessanteste eines jeden Zuchtjahres sind natürlich die Neuerungen. Und der liebe Gerd ist in ganz Europa unterwegs, um interessante Junghengste aufzuspüren. Einer ist ihm ins Auge gestochen, und zwar bei der Vorbesichtigung unserer Freunde des KWPN-Zuchtverbandes, nämlich der Sohn des Le Formidable, er selbst der gefeierte KWPN
Champion und Siegerhengst aus der Hadinosa von Sanamur Havidov. Die Familie Oltov Horses aus den Niederlanden hat diesen schönen Rappen gezogen. Egbert Schepp hat sich sofort angerufen, das Telefon bimmelte und Gerd musste los. Erzähl uns, wo hast du ihn entdeckt in Holland? Na, ich war nicht dort, ich habe mir über Via Klippenhaus das angeschaut und den hatte Egbert Schepp, ein Freund von uns, in Besitz mit dem Züchter. Und ich fand die Genetik sehr gut, muss ich sagen. Und Le Formidable ist in aller Munde, hat auch sehr viel gedeckt im ersten Jahrgang. Und der war auch zugelassen für die KWPN-Hauptkörung. Aber das hätte uns nicht viel gebracht und deshalb haben wir uns dann geeinigt. Und dann haben wir das Pferd oder diesen wunderbaren Hengst von Egbert Schepp erwerben können. Das ist wirklich top interessantes und aktuelles Blut hier, vor allen Dingen über den Großvater Bordeaux. Der ist und bleibt in aller Munde. Der ist uns so in guter Erinnerung. Eva Möller hat ihn ja immer präsentiert, war dann selber natürlich im Grand Prix erfolgreich und hat eine ganze Hundertschaft von Grand Prix-Pferden geliefert. Allen voran Bluetooth, da fliegst du bald hin, in schöne Wellington, der gewinnt da gerade alles mit Frederik Wandres. Also das ist wirklich top Grand Prix-Blut auf der väterlichen Seite. Zumal, das ist auch noch interessant, nämlich die Mutter dieses Le Formidable ist die Halbschwester zu Bretton Woods. Also noch einmal super Dressurblut hier zu finden. Dann kommt Sanamur, aktuell auf der WBFSH Dressurrangliste auf Rang 16 zu finden. Das ist auch so ein Serienlieferant. Suareda Muir, West Side Story. Und natürlich hier aus süddeutscher Sicht darf ich erwähnen, FBW Sunfire unter Ann-Kathrin Lindner, hoch erfolgreich, Siegerin beim Pierre-Förderpreis. Und viele, viele mehr. Ist natürlich ein Jüngling, der hier im Freilaufen schon eine unglaubliche Trabmechanik zeigt. Kann er unter dem Sattel noch nicht ganz, wie soll er auch erst dreijährig, dieser Jüngling. Wir versuchen ja auch die Pferde altersgerecht auszubilden. Und insofern sind wir auch ganz froh, dass wir Hanna Knüppel als Ausbilderin hier haben, die halbtags bei uns beschäftigt ist. Die ist ja Vielseitigkeitsreiterin, war schon Europameisterin. Und die Vielseitigkeitsreiter, die gehen da doch mit sehr viel Gefühl auch ran. Die macht das sehr, sehr gut. Und diesem Pferd werden wir sicher Zeit geben. Das waren nur die ersten Eindrücke unterm Sattel, weil wir da schon mit umgehen. Der wird dreimal die Woche vielleicht leicht geritten. Und das ist alles. Jetzt hat er nach dieser Veranstaltung erstmal wieder Pause. Und was mir eben besonders gut bei dem Pferd oder bei diesem Hengst gefallen hat, das ist sein Körperbau. Ich finde, der hat unwahrscheinlich stabiles Fundament. Der hat gute Hufe, der hat nicht so lange Fesselung. Der hat eine richtige Schulter, einen stabilen Rücken, Kruppe dahinter. Also ein richtiges Pferd, wo ich mir vorstellen kann, dass der hart und gesund ist, dass wir da nicht so viel mit zum Tierarzt müssen. Liebe Züchter, liebe Zuschauer der Online-Hengstvorstellung hier im Hause Sosat, ein nächster hochinteressanter Pony-Hengst soll auf uns zukommen. Bezeichnenderweise heißt er Habitus. Und einen solchen schönen Habitus nennt er sein eigen. Er war gefeierter Reservesieger seiner Körung im letzten Jahr, die große Weser-Ems-Pony-Körung. Als sein Herr Vater, DSP Herzzauber, dem glückte gleich ein richtiger Hattrick, denn er stillte auch den Siegerhengst. Übrigens eine Hengstpersönlichkeit, die ebenfalls im Hause Duhn beheimatet ist. Hier ganz besonders wertvoll noch über die mütterliche Seite, über die Staatsprämienstute Sommermärchen. Die eine Tochter ist es Dance Star. Dann kommt das Blut des Branduardi in der fallenden Linie. Tolle weitschwingende Bewegung eigentlich in allen drei Grundgangarten. Besonders bemerkenswert auch der schöne raumgreifende Schritt. Das lässt ja immer tief blicken, auch in das Temperament. Wie ist das denn so in der täglichen Arbeit im Kopf? Schön klar? Also er ist sehr klar. Er kann man schon fast sagen, dass er nachher ein sehr gutes FI-Pony werden kann, weil er einfach ein sehr entspanntes Pony ist, der sich jetzt nicht durch sehr viel durch die Ruhe bringen lässt. Und so geht er natürlich auch. Ich würde jetzt mal sagen, dass seine beste Grundgangart der Schritt ist. Ja, wir sollten das beibehalten, liebe Sophie. Wir lassen die Mutter reiten und du bleibst hier bei uns im TV-Studio. Lieber Gerd, machst du gut, ne? Ja, machst du sehr gut. Das ist sehr schön erzählt. Und in eurem Hause ist man natürlich als Züchter auch immer froh,
wenn man so gute Reiter und so gute Ausbilder hat, die so ein Pony weiter fördern. Wir wünschen euch natürlich auch von unserer Familie sehr viel Glück, dass es so weitergeht damit, auch mit Neverland. Bleibt schön erfolgreich. Wir wollen hoffen, dass wir noch ein paar Jahre gemeinsam das machen können, dass wir viele Ponystuten bekommen und viele glückliche Züchter und glückliche Kinder, die die Ponys nachher reiten können. Das sollte aber auch klappen hier mit diesem Dreijährigen. Der Weg ist ja vorgezeichnet. Der Vater Bundeschampion, die Mutter diese hochdekorierte Bundesreservesiegerstute. Also da sollte es mit dem Teufel zugehen, wenn nicht auch dieser Habitus auf dem Bundeschampionat ein ganz gehöriges Wörtchen mitsprechen wird. Wie gesagt, hier erst dreijährig der erste öffentliche Auftritt hier unter dem Sattel unter Danica Dun. Wir bedanken uns für diesen gelungenen Besuch hier in Lemwerder des Habitus WE. Liebe Züchter, freuen Sie sich nun auf Vivaldos. Der ist nun schon siebenjährig, dieser Glanzfuchs aus hannoverschen Landen, der uns in diesem Jahr von Madita Renz hier dargeboten wird. Ein Bewegungspferd und Hengst vom Scheitel bis zur Sohle, wenn ich mir das erlauben darf, lieber Gerd. Seine Auftritte immer von Maximalität geprägt, möchte ich sagen. Die Trabmechanik ist unerreicht. Dieses Knaben aus dem Hause Vivaldi. An diesem V-Blut kommt man eigentlich international bis in unsere Zeit auf den Körbplätzen nicht vorbei. Vivaldi hier angepaart mit einer ganz berühmten Stute. Und den Züchter selbst haben wir hier im letzten Jahr begrüßen dürfen, nämlich Heinrich Ramsbrock mit seiner Doris Day, die eine Tochter ist des Desperados Brentano II. Die hat in jungen Jahren alles richtig gemacht, war Landeschampioness, Bundeschampioness, Hannoveraner-Championat gewonnen und eine Top-Lieferantin von Spitzenpferden. Denn Fräulein Ines, ebenfalls von Ampere, war Reservesiegerin ihrer Schau und auch den gekörten Hengst Alpha Will hat sie geliefert. Und das führt uns schon dahin, auf was wir eigentlich hier herausstellen möchten, die unglaubliche Vererbungssicherheit dieses Stammes. Und diese Bilder sind unvergessen, hier noch an der Hand von Sohnemann Henrik Sosat selbst. Das war die Hauptprämie im Oldenburgischen Fechter, die er verdientermaßen damals bekommen hat für seinen überragenden Fohlenjahrgang. Was sind deine Erinnerungen? Ja, die sind natürlich positiv. Da ist ja schwer, gerade im Dressurbereich in Oldenburg den Hauptprämiensieger zu stellen. Aber wir haben auch noch nicht so einen Hengst gehabt, der so einen Jahrgang hatte an Fohlen. Das war sensationell und er hatte im Durchschnitt die Wertnote 8,75. Das ist wirklich außergewöhnlich und das macht er einfach. Der macht einfach super Fohlen, das ist ein super Vererber. Der war ja auch mal gesundheitlich eine Zeit eigentlich in Schuss und dann hatten wir keinen Reiter, dass er sportlich vielleicht nicht so weiter gefördert werden konnte, wie andere Hengste gefördert sind in dem Alter. Und diesen Sommer war er auch sehr stark frequentiert und da haben wir ihn einfach hier im Deckeinsatz gelassen. Aber jetzt hat Madita den ein bisschen zu sich genommen, hat ihn weiter ausgebildet. Und er ist einfach ein Top-Vererber. Er macht super Fohlen. Und was er gewaltig verbessert bei den Fohlen, das ist die Trabmechanik. Gerade so auf dem Karpalgelenk können die traben im starken Hinterbein. Wunderschöne Typen. Von den Farben gibt es auch mal braune, aber oft Rappen oder auch Füchse. Und das ist einfach mit der Doris D., du sagtest es bereits, Heinrichs Ramsfuchs, ganzer Stolz, die ist 10-mal gestartet, hat 10-mal gewonnen. Desperados, die Genetik ist einfach so gut mit Christina Spree, Olympiasieger, Deutsche Meister. Am Brentano dahinter, das gute alte hannoversche Brut. Da denke ich, der ist von der Genetik so gut abgesichert, dass er einfach auch tolle Reitpferde später machen wird. Und wir haben die ersten ja jetzt gesehen, die ersten haben wir ja gerade gezeigt, einen zweijährigen und eine dreijährige Stute. Weil da sieht man, welche Bewegungsqualität die haben und die kommen direkt aus dem Laufstall. Die kann man rausholen, die sind immer an und sind immer da, haben Schritt, Trab, Galopp. Was auch gut ist, muss ich sagen, die ersten, die wir auch so mal angeritten haben oder auch bei den Fohlen ist es so, die haben unwahrscheinlich guten Charakter. Da kann man echt gut mit umgehen und das ist auch wichtig, dass man da rankommt, die sind positiv. Und die Fohlen kann man gleich bekommen, kann die streicheln, kann einen Halfter drauf machen. Also das hat er wirklich sehr gut auch weitergegeben und ist eben auch sehr wichtig heute.
Und ich freue mich ganz besonders, dass dann auch die Dreijährigen diese Mechanik halten. Also es waren nicht eben nur Effekttritte auf den Fohlen schauen, sondern sie halten diese Grundmechanik. Und du hast angesprochen, wir haben die ersten gekörten Söhne in Hannover, einen Waldorfsohn gekört. Und auch diese Nachzucht, die wir hier in der schönen Halle in Lemberna in Augenschein nehmen durften. Diese dreijährige Stute von Vivaldos aus der Bonita von Ampere Donnerschwee, ganz in der Machart, dieses typische Bergauf, unglaublich kniehoch und Mechanik, das ist schon einzigartig. Einen solchen Gangvererber hast du noch nie im Stall gehabt, was? Hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Das ist schon sensationell, finde ich auch, weil sie wirklich aus dem Laufstall kommen. Und wir hatten in diesem Jahr nicht so viele Hengstfohlen, aber jetzt für die nächste Körung haben wir im Laufstall doch mehrere hochinteressante, dass ich denke, dass auf den nächsten Körplätzen doch auch erheblich mehr Vivaldos Nachkommen auflaufen werden. Und er hat jetzt auch in diesem Jahr besonders stark gedeckt, weil er überall teure Fohlen hatte und Siegerfohlen hatte auf den Championaten. Auf den Auktionen läuft das unwahrscheinlich gut und die Züchter mögen das. Walter, dich möchten wir natürlich auch noch einmal ganz kurz zu Wort kommen lassen. Gerd hat es angesprochen, verletzungsbedingt. Vivaldos sicherlich ein ganz klein bisschen im Trainingsrückstand. Er ist jetzt 7-jährig, aber er scheint sein Klassenziel doch noch erreichen zu können. Madita, Renz und er harmonieren sehr gut. Schon sehr ansprechende Traversalen sehen wir. Wie siehst du die weitere Ausbildungsarbeit dieses Vivaldi-Nachkommens? Also ich möchte einmal sagen, es ist eigentlich gar nicht zurück. Wir machen das so, wie bei Sosatz das gemacht wird. Wir haben das Pferd in der Anfangsphase super gut qualifizieren können. Damals hat Veronika Stein auf den reiten können. Wir konnten den Bundeschampionat qualifizieren, da war der voll im Level. Dann musste er sehr viel decken, dann hatte er eine Boxverletzung. Natürlich, und dann lassen wir dem Pferd Zeit, dass er sich wieder neu entwickeln kann. Und er findet sich jetzt mit Madita wieder fein in den Sport ein und wird dann in dieser Saison seinen Weg gehen. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei der Dame im Sattel, die das hier wieder vortrefflich gelöst hat. Und er verabschiedet sich natürlich in seiner Parade-Grundgangart. Hier mit dem typischen Bergauf und seinem Hebel, der ihn in ganz Europa so begehrenswert erscheinen lässt. Der Vertreter des Vivaldi-Blutes hier aus Lemwerder verabschiedet sich mit ganz großer Mechanik. Vivaldos unter Madita. Vielen Dank. Liebe Züchter, das, was Lordanos im Springsektor war, ein Familienhengst, auf dem besten Wege ist, vor Dance zu werden in der Sparte Dressur. Ein Familienhengst, deine Schwiegertochter Ninja hat sich ganz ihm verschrieben, in der gemeinsamen Ausbildungsarbeit mit Walter Kind. Vor Dance, der Sohn des For Romans 1 aus der Staatsprämienstute Reverie, die wir noch ausgiebig besprechen müssen, gezogen, Rubilo-Blut, Ehrentusch dahinter, hat sich sensationell entwickelt. Allein in der letzten Saison, so lesen wir, 6 Siege in der schweren Klasse mit Ninja, darunter auch bis St. Georg Spezial mit über 71%. Das hätten wir alle nicht so einfach gedacht. Ist das wirklich nur Trainingsarbeit? Ich glaube, das ist auch eine gehörige Spur
Talent und Fleiß der Dame im Sattel? Walter, was meinst du? Also, ich bin ganz froh, dieses Paar trainieren zu dürfen. Das liegt mir insofern, weil wir eine Reiterin haben, die von Haus aus schon mal schick zu Pferd sitzt, sich unheimlich gut einfühlen kann und sich die Aufgabe gestellt hat, mit diesem Pferd erfolgreich zu werden. Und sie macht sich ihren Plan selber, wie sie ihre Stunden und wie sie ihre Arbeitseinheiten machen möchte mit dem Hengst, so dass es passt zum Deckgeschehen in der Station. Und nur wenn man einen Plan hat für sein eigenes Pferd, dann wird man auch erfolgreich. Und so können wir mit diesem Hengst so tolle Erfolge schon jetzt feiern. Und wir wollen in 23 unser goldenes Reitabzeichen für Ninja erreiten. Und das wird uns auch gelingen. Wir gehen im zweiten Teil nochmal auf den aktuellen Ausbildungsstand ein. Denn da sind schon Lektionen in solcher Brillanz. Da denken wir schon an die Grand Prix-Klasse. Aber zunächst mal, Gerd, du noch einmal zu Worte. Wir wollen natürlich vor allem die Genetik hier beleuchten. Und wir erinnern uns, Fort Dance ja auch herausgestellt als Hauptprämienreservesieger. Denn vor allen Dingen sein erster Jahrgang ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Allein 6 gekörte Söhne aus seinem Premierenjahrgang. Der Oldenburger Reservesieger da der Körung war auch Preisspitze der Auktion und viele mehr. Fort Joy war im Finale des Bundeschampionates, die Westfalen-Championess aus der Zucht von der Familie Krenwinkel. Celestina, lesen wir, der Lord Sinclair-Züchter Martin Niedermeyer stellte die Siegerstute in München-Riem. Und ein absolutes Aushängeschild aus dem Hause des Fort Dance, sicherlich First Date OLD. 3-mal in Folge platziert beim Bundeschampionat, 2-mal Oldenburger Championess, ein C-Prämie in Rastede, eigentlich immer im Geld, immer platziert. Das ist, glaube ich, das auch, was die Dressurreiter in ganz Deutschland bewundern und suchen. Es ist diese Rittigkeit, diese Verlässlichkeit der Fort Dance Nachkommen. Ist das auch dein Gespür? Ja, muss ich sagen. Und der Hengst selber ist einfach auch ein absoluter Kracher, muss ich sagen. Der hat super Charakter. Das ist mir auch wichtig. Der hat tolle Reiteigenschaften. Und Ninja, das haben wir noch jetzt noch nicht erwähnt, die war ja auch deutsche Meisterin bei den Amateuren im letzten Jahr. Und seine Fohlen sind dunkel. Er vererbt sich alle einheitlich dunkel mit sehr guter Bewegungsqualität. Und all diejenigen, die die jetzt unterm Sattel haben, die sagen uns, dass sie wirklich ein tolles Reitpferd haben. Und da sind wir natürlich ganz besonders froh drüber, gerade im Dressurbereich, dass wir einen Vererber haben, den die Züchter mögen. Der hat, glaube ich, einen guten Ruf überall. Fort Dance, erstmal steht an allererster Stelle die Reiteigenschaft. Und er ist gesund, das ist auch wichtig. Er hat auch wieder ein vernünftiges Fundament darunter, vernünftige Füße. Er braucht zum Glück nicht so oft zum Tierarzt. Und das ist auch wichtig, dass wir Pferde züchten, die vielseitig einsetzbar sind und lange im Sport halten. Lass uns noch einmal eingehen auf die wertvolle Mutter. Und das war ein besonderer Moment der Hannoveraner Körung im vergangenen Jahr, als sie vor großer Kulisse erschien. Die Rede ist natürlich von Reverie, die herausgestellt wurde als hannoversche Stute des Jahres. Vor ganz großer Kulisse, vor deren selber auch angetreten. Wir sehen diese wunderschönen Bilder aus der Niedersachsenhalle. Die Reservesiegerin der Stutenleistungsprüfung, 3-jährig für das Bundeschampionat nominiert, meine Damen und Herren. Sie brachte auch den westfälischen Siegerhengst und Grand Prix erfolgreichen Flanagan, der, glaube ich, inzwischen unter russischer Flagge hoch erfolgreich im 60er-Viereck unterwegs ist. Eine ganz renommierte, ursprünglich in Westfalen beheimatete Stutenlinie liegt dahinter. Das war eine tolle Auszeichnung auch für euch in der Niedersachsenhalle in Verden. Ja, das war anlässlich der Körung. Das sind natürlich so besondere Momente auch für die Familie Butkus. Nochmal herzlichen Glückwunsch daran auch mit so einer tollen Stute anlässlich der Körung vor vollem Hause dort geehrt zu werden und damit 2 Nachkommen. Und wenn man die gingen wie ein Uhrwerk, die beiden, die Mutter stand in der Mitte und die beiden Dressurpferde, die gingen drumherum und zeigten sich, in welcher Klasse und welche Möglichkeiten die haben, mit wie viel Nervenstärke sie das gemacht haben. Das war ein tolles Bild, also glaube ich für die Hannoveraner Zucht auch gut und auch für uns selber als Hengstbesitzer und als Reiter hat uns das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr über die Familie Butkus gefreut, die einen wirklich tollen Stutenstamm hat. Ja, auch für Ninja natürlich im Sattel, denn es sind ja 2 Paar Stiefel. Ne? Prüfungsalltag, da ist ja immer andächtige Ruhe, aber da war richtig Stimmung im Karton in der Halle.
Der Hengst hat sich trotzdem temperamentsüberlegen toll gezeigt. Walter, lass uns noch ein bisschen zum Ausbildungsstand kommen von Ford Dance. Wir sehen, er hat noch einmal hinzugewonnen. Das Tänzerische, das Leichte ist vielleicht noch ein bisschen deutlich ersichtbarer geworden. Vor allen Dingen natürlich in den versammelten Lektionen. Passage war immer schon ansatzweise super, aber jetzt die Piaf, die ist schon eine Klasse für sich. Ja, also Pferde, die in der Lage sind, sich zu versammeln, sich hinten setzen zu können, die Hanken beugen zu können, gewinnen im Laufe der Zeit so viel Kraft und müssen auch diese Kraft gebrauchen, um in dieser Klasse nachher arbeiten zu können. Und diese Aufwärtsarbeiten machen wir im Prinzip, wie wir auch mit den Springpferden machen, eigentlich im Galopp. Wir trainieren unsere Pferde so viel im Vorwärts, rückwärts, also vorwärts reiten, zurücknehmen, bis wir die in der Hinterhand so stark haben, dass sie stabil sind, Aufwärtsgänge tragen zu können und dann auch noch schwebend tragen zu können. Also genügend Kraft zu haben, um diese Bewegungen mitmachen zu können. Das muss ich auch sagen, ich habe ihn ja auch lange beobachtet. Als junges Pferd war er immer gerne mal so ein bisschen hinter der Senkrechten, weil er so rittig war, hatte noch nicht die Kraft im Körper. Und jetzt, wenn ich euch auch bei der täglichen Arbeit mal zuschaue, dann bin ich ganz begeistert, wie das Pferd gelernt hat, vorne größer zu werden, sich zu tragen, wie die Vorderbeine, die Kapalgelenke hochkommen und wie man wirklich sieht jetzt, das Pferd ist altersgemäß jetzt so kraftvoll im Hinterbein, dass er sich tragen kann und tritt jetzt oben schön vor der Senkrechten, wie wir das eigentlich haben wollen. Ja. Was den natürlich noch besonders auszeichnet, und das habt ihr beide eben schon gesagt, ist die unendlich tolle Rittigkeit. Das, was so ein Rubinstein in die Oldenburger Zucht gebracht hat, das führt jetzt so ein Ford Dance fort. Es wird nicht einen geben, der nur einmal sagt, ich will es nicht. Die werden es alle tun. Tja, das ist wirklich imposant, dieses große Maß an Lektionssicherheit, diese Pirouettenwechseltour, das hat er immer schon toll gemacht. Macht Ninja natürlich auch inzwischen sehr selbstsicher. Da kommt sicherlich auch das Gefühl hinzu, wenn man so ein paar Prüfungen schon gewonnen hat, dann reitet man auch eine Spur selbstsicherer und selbstbewusster ins Viereck ein. Und das ist vielleicht zum Abschluss nochmal, das muss man auch für Ninja, muss ich sagen, eine tolle Leistung. Und du weißt ja selber, sie ist früher Eldesburg geritten und hat mit diesem Pferd eigentlich die Lektionen gelernt. Und das zeichnet das auch besonders aus, beide, also dass der Hengst das so mitgemacht und sie selber auch. Das ist ja nun kein absoluter Profi, der das macht. Und wie spielerisch ihr oder du den beiden das vermitteln hast, da kommt Freude auf. Da sieht man, das Pferd hat Lust zum Arbeiten, der schäumt im Maul, der freut sich. Und das ist eine ganz besondere Leistung. Dafür nochmal danke auch an dich. Der Erfolg hat immer viele Väter und du bist sicherlich einer davon, Walter. Dir nochmal großes Kompliment. Tolle Sportkarriere. Und er ist ja erst 10, da wird ja noch was kommen. Die haben sich viel, viel vorgenommen. Wir sagen vielen Dank auch an unsere Ninja, die wieder einen erstklassigen Dressurvortrag hier für uns abgefeuert hat. Das ist toll, wie er hier über die Diagonale Effekt getragen sich verabschiedet. Vielen, vielen Dank an Ninja Sosat und Four Dance. Tja, lieber Gerd, und damit ist es soweit. Unser feierliches Schlussbild. Und da kommt er rein, dein schönster Beschäler. Casino Berlin, herein eskortiert von deinem Hendrik.
dieser Hauptbeschäler, jetzt 15, Lenze Jung, der uns so mit so vielen tollen Runden verzaubert und begeistert hat, auch im internationalen Sport. Aber das sicherlich eine seiner faszinierendsten Runden bei den deutschen Meisterschaften in Balve. Denn schafft er erneut einen Ritt mit nur einem Zeitstartpunkt. Hendrik Sosat, Casino Berlin. So wie es am Freitag zweimal der Fall und einmal heute schon war, jeweils ein Strafpunkt für Zeitüberschreitung. Für Sosat wäre das ein herausragender Erfolg. Der Mann, der schon im Derby platziert war, auch in diesem Jahr Elfter. Für diese Pferdesportfamilie, diese zuchtbegeisterte Familie Sosat. So, wenn er den Ochser meistert, meine Damen und Herren. Vergessen Sie James Bond, vergessen Sie Casino Royale. Hier ist Casino Berlin angesagt in Balve. Er hat die Medaille und vielleicht wird sogar der Titel. Nur 3 Punkte für Sosat und Casino Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Stark, stärker, Sosat. Wahnsinn. Vom Feinsten, wie der Schimmel hier seine Runden absolvierte. Dieses Publikum, ihn hier noch verdient, feiert. So stoisch gelassen im Parcours, jetzt auch aus der Bahn herausschreitend. Hendrik Sosat, ihn so perfekt hier begleitet hat im Sattel. Das ist ein faszinierendes Bild gewesen, am Freitag schon und heute. Das ist die Medaille, die nach Lem Werner geht. Und ich sage Ihnen eins, die beiden Jungs, die jetzt noch kommen, Jan Wernke und Felix Hassmann, dürfen sich keinen Abwurf leisten, dann sind sie hinter eben Sosat und Berlin. Ja, das war halt ein besonderes Erlebnis. Hendrik war Dritter, erste Mal Teilnehmer einer deutschen Meisterschaft und dann dort Dritter zu sein mit Casino Berlin. Beides selbst gezogen, Hengst und Sohn. Tolles Erlebnis und da sieht man auch, mit welcher Leichtigkeit er da drüber springt. Und das ist auch so ein bisschen den Anlass, den wir jetzt genommen haben, auch gerade für Casino Berlin. Du siehst ihn ja, wie er da in aller Frische ist. Der ist eigentlich topfit jetzt und den wollen wir aber trotzdem, so weil Hendrik genügend junge Nachwuchspferde hat, aus dem schwereren Sport verabschieden. Unsere Enkelkinder sind doch fast ein bisschen jung, sonst wäre das auch ein ideales Lehrpferd. Aber vielleicht haben wir noch mal eine andere Lösung dafür. Und ich reite den auch immer selber sehr, sehr gerne. Aber diese Leichtigkeit, die er damals hatte, um über diese hohen Sprünge zu springen, obwohl er topfit ist, da haben wir gesagt, jetzt ist er auf dem Höhepunkt, jetzt wollen wir ihn aus dem Sport, aus dem internationalen Sport hier ein bisschen verabschieden. Tja, und auch diese Runde ist natürlich unvergessen. Hier im Schlussbild, meine Damen und Herren, da hat sie Aufstellung genommen. Die berühmte, muss man schon sagen, nicht nur Stammstute hier in Lem Werder, sondern auch ein Aushängeschild des internationalen Turniersports mit deinem Sohn. Ich glaube, diesen Start wird er nie vergessen beim Weltfest des Pferdesports in Aachen mit der Lady Loredana. Ja, das war super, weil wir auch mit 4 selbstgezogenen Pferden in Aachen am Start waren. Und hier ist Hendrik im großen Preis am Start gewesen und war bis zum letzten Sprung 0. Das war eine gewaltige Leistung und das sind Erinnerungen, die man natürlich nicht wieder vergisst. Ich glaube, einmal im Aachen zu reiten ist was ganz Besonderes und dann mit 4 selbstgezogenen Pferden ist das noch was ganz Besonderes. Und lieber Gerd, eine weitere Runde möchten wir aufleben lassen. Das war ein geradezu geschichtsträchtiges Wochenende. Während des internationalen Turniers, nicht nur Global Champions Tour Etappe, sondern natürlich auch einer der großen Traditionsparcours in Deutschland, das deutsche Springderby in Hamburg. Und da waren sie beide am Start, nämlich Casino Berlin und die Lady Loredana. Und genau an diesem Wochenende schlüpfte eine nächste Ausnahmestute. Wie war das, Gerd? Ja, das war halt ein besonderes Erlebnis. Hendrik war hier ja im großen Preis und er springt da mit Leichtigkeit über 1,55, 1,60. Und Lady Loredana ist im Hamburger Derby gegangen, war auch immer erfolgreich da. Und als beide am Derby waren, ging das Telefon, da war zu Hause ein Fohlen von den beiden geboren. Über Embryo-Transfer.
ein Casino Berlin nachkommen. Und das ist die wunderbare Stute, die wir dort in der Mitte jetzt sehen. Das war natürlich emotional auch was ganz Besonderes für uns. Wir waren erfolgreich vom Turnier nach Hause gefahren und haben zu Hause das Fohlen gesehen. Wir zeigen noch mal gleich ein paar Bilder davon. Das war was ganz Besonderes. Und dann ging auch die Entwicklung doch sehr gut weiter. Denn diese Casino Berlin Stute, Lady Casina heißt sie ja jetzt, haben wir dann vorbereitet für die Leistungsprüfung. Jetzt in Rastede, Brillantringstute. Er hat eine sehr gute Prüfung gemacht. Das Pferd kann alles springen, glaube ich. Hier sieht man sie mit der Schärpe. Und das ist natürlich auch super Genetik. Die Mutter 61 gegangen, der Vater 61 gegangen, Großmutter, Großvater, all das Blut dahinter ist natürlich irgendwie super. Und das war für uns ein besonderes Erlebnis, dass sie dann noch im US-Verband bei uns US-Siegerstute geworden ist. Das war natürlich was ganz Besonderes und das ist züchterische Highlight gewesen für uns. Casino Berlin, Lord Danos, Landor, alles eben unsere Genetik, die wir hier haben. Und so möchten wir in Zukunft weiter züchten. Das ist auch unser Ziel, dass wir mit den allerbesten Stuten, wie wir haben, Emory-Transfer auch machen und dass wir uns ständig auch in der Zucht verbessern. Heinz Meyer schaut begeistert. Nicht nur Championatspferd, Familienhengst und Stationsbegründer. So haben wir es untertitelt, dieses tolle Bild des Casino Berlin. Das ist die Königsklasse, Heinz Meyer. Was denkst du? Sowas aus eigener Zucht am Derby-Wochenende, beide Eltern starten dort und dann eine solche Stute dann auch noch züchten. Das wünschst du dir auch für deine eigene züchterische Gegenwart? Das ist mir leider noch nicht gelungen. Aber wie Greta schon sagt, man muss mit den besten Stuten züchten. Das ist wichtig und das ist hier im Hause Sosaat, wird das vorangetrieben über Embryotransfer. Mit diesen wunderschönen Bildern, liebe Züchter, möchten wir uns von Ihnen hier zunächst aus Lemwerder verabschieden, nicht ohne unser gesamtes Team noch einmal hereinzuholen. Unser Schlussbild des Casino Berlin. Manchmal hat man ja schon gefragt, warum machen wir Online-Hengstschau? Und ich muss sagen, wir haben uns ja ein bisschen daran gewöhnt schon an die Online-Hengstschau die letzten Jahre. Wir können hier in Ruhe alles produzieren. Wir mussten sonst mit 35 Pferden nach Vechta und mit 120 Helfern. Und hier machen wir es in der Ruhe. Und wir haben ja eben auch viele Veranstaltungen noch zusätzlich. Wir hatten Weihnachten ja unsere Adventsveranstaltung, wo unsere Züchter hier waren. Wir haben jetzt diese Online-Show, wir machen Turniere und wir machen nochmal andere Tage. Und wir freuen uns eben auch über all die Züchter, die uns die Treue gehalten haben. Erstmal nochmal vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein Programm gezeigt, was Sie interessiert. Und wenn ich da vorne sehe, Heinz Meyer, komm mal bitte einmal, das ist, oder ich komme mal zu dir, unser Co-Kommentator. Auch mal vielen Dank an dich auch noch mal heute Abend, weil das eigentlich auch sehr angenehm war. Du bist wirklich ein Fachmann und vielen Dank für deine Kommentare. Dankeschön. So, das ist unser Schussbild. Henrik, bei dir habe ich mich, glaube ich, bedankt. Es waren für uns schöne Stunden, die wir hier zusammen verbracht haben. Glaube ich, ein schönes Bild hier so in der Runde zu stehen. Und noch mal danke an das gesamte Team. Natürlich auch an meine liebe Frau, die haben wir fast vergessen, und all die Enkelkinder, die dabei sind. Vielen Dank und das war's.